Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend hier auf Okitalk. Ja, die zweite Sendung heute hier am 14.06.2019. Danke mal Raphael und deinem Sendegast. Und es war eine schöne Sendung. Einfach ins Archiv schauen, liebe Zuhörer. Die Sendung wird bald im Archiv für euch da sein. Wir haben es jetzt gleich 20 Uhr, genau in dieser Sekunde. Und wir begrüßen gleich den Magister Dr. Gernot Neuwirth, die dunkle Seite von WLAN und Co. Ja, wir wollen mal kurz erstmal zum Sendeablauf sagen. Wir werden hier jetzt mit dem Herrn Magister Neuwirth eine Art Dialog schon führen, hier mit ihm. Wollen aber dieses Thema mit euch dann erstmal, dass ihr reinhört erstmal, und anschließend, wenn wir mit dem Art Vortrag fertig sind, dann dürft ihr auch anrufen unter der Telefonnummer nach von Österreich, das Festnetztelefon 0043 für Österreich 720 518 19 und die 7 der Außenchat bitte einfach schreiben, und die Zuhörer hier im Zuhörraum, ihr für euch auch einfach nach dem Vortrag hier, denke ich, kommt ihr dann, wenn ihr Interesse habt, natürlich zum interaktiven Austausch. Denn das Thema ist ja ein ganz essentielles, wichtiges Thema, so sage ich. Und ja, ich begrüße zu heute natürlich jetzt hier den Herrn Magister, eigentlich, ich werde es mal sagen, Herr Universitätslektor Magister Dr. Gernot Neuwirth. Er war bis zu seiner Pensionierung Lehrbeauftragter für Englisch und für Umweltpolitik an der Wirtschaftsuniversität Wien und an anderen österreichischen und amerikanischen Universitäten. Und als Privatperson hat er bei der Gründung verschiedener Umweltorganisationen mitgetan, beispielsweise der österreichischen Zweige der Greenpeace oder Friends of the Earth. Aber sein Interesse an unserem heutigen Thema stammt nicht daher, sondern aus persönlichem Betroffenheit. Er ist noch nach seinen eigenen Worten sogar sauer, dass die von ihm mitgegründeten Organisationen so gut wie nichts gegen die Gehirnwäsche durch die Mobilfunkindustrie und durch die Massenmedien unternehmen, sondern sogar selbst Opfer dieser Gehirnwäsche zu sein scheinen. Gernot, wieso befasst du dich heute schon seit Jahren mit dem Thema, ist meine Frage, Handy, WLAN und so weiter, und welche Schwerpunkte wirst du heute setzen? Und ich freue mich, er sitzt heute neben mir, die erste Frage geht schon rein, und schön, dass du heute mein Gast bist, und ja, ich übergebe dir das Mikrofon. Ja, danke, ich begrüße die Okitalk-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, und die erste Frage war, wie komme ich dazu? Meine Partnerin leidet seit einiger Zeit an diesem Elektrosmog, an dieser Elektrosmog-Hypersensibilität. Das ist der Grund, warum ich mich jetzt seit Jahren damit beschäftige. Und die Schwerpunkte, die ich heute setzen werde, ich sehe aus früheren Programmen, dass eure Teilnehmer schon viel über die Thematik wissen. Und ich werde mich daher darauf konzentrieren, zu beleuchten, wie die Gesundheitsproblematik insbesondere seit Jahren von Industrie und Politik vernebelt wird. Andere Probleme zum Thema die dunkle Seite von Handy, WLAN und Co. kann ich aus Zeitmangel nicht einmal anschneiden. Zum Beispiel die Verhaltensänderungen ganzer Generationen von Kindern und Erwachsenen, so dass amerikanische Kindergärten schon Plakate aufstellen, auf denen sie die Eltern dringend bitten, beim Abholen wenigstens ein paar Worte mit dem Kind zu wechseln, bevor sie sich wieder in ihr Smartphone vertiefen, die Eltern nämlich. Das ist sehr, sehr traurig, und es wird richtig tragisch, wenn der deutsche Rettungsschwimmerverband an die deutschen Eltern appelliert, wenn sie am Strand sitzen und auf ihren kleinen Liebling aufpassen, doch bitte, bitte nicht ins Handy zu schauen, weil es immer öfter passiert, dass Kleinkinder in dieser Situation ertrinken, weil die Aufsichtsperson nur eine Sekunde einen Blick aufs Handy werfen wollte, und wie sie 10 Minuten später wieder aufschaut, ist das Kind versunken. Gernot, du kommst aus der Wissenschaft? Ja, allerdings sozusagen aus einer falschen Disziplin, der Sprachwissenschaft. Und ich tue auch nicht so, als ob ich Mediziner oder Funktechnik-Experte wäre. Aber manchmal müssen sich eben auch Fachfremde zu Wort melden und müssen
die sogenannten Experten anzweifeln, die ja oft bei den entsprechenden Industrien angestellt sind. Also wie gesagt, mein Engagement kommt daher, dass meine Lebenspartnerin seit Jahren an diesem EHS leidet, einer sehr realen, sehr schmerzhaften Empfindlichkeit gegenüber WLANs und Handys und Handymasten und so weiter. Und wir mussten leider erkennen, dass die Mobilfunkindustrie und mit ihr die Massenmedien und die meisten Politiker einfach abstreiten, dass es sowas gibt, obwohl die bedauernswerte Minderheit, die darunter schrecklich leidet, immer größer wird. Ich hoffe jedenfalls auch der informierten Okidok-Gemeinde noch ein paar interessante Fakten und Details zur Geschichte der Gesundheitsdebatte präsentieren zu können, von denen man sonst nicht viel hört. Es gibt hier zwei Arten von Gesundheitsschädigung. Ja, erstens diese direkte Elektrohypersensibilität, EHS, die sich in fürchterlichen Kopfschmerzen und anderen Symptomen äußert. Und zweitens die Spätfolgen, vor allem Hirntumore, die uns alle betreffen und uns mit jahrzehntelanger Verspätung einholen können. Beide Aspekte werden geleugnet oder höchstens verspottet und als Einbildung bzw. als unbewiesen heruntergemacht. Im besten Fall heißt es, die Forschungsergebnisse seien unklar, widersprüchlich, die Wissenschaft sei sich nicht einig. Das Thema ist ja auch deswegen so brisant, weil die technische Entwicklung in atemberaubendem Tempo fortschreitet. Stichwort Smart Meter, ist ja über OKTalk ein großes Thema, 5G auch, selbstfahrende Autos, Internet und der Dinge. Ja, und fast niemand traut sich mehr Bedenken anzumelden, weil niemand unmodern sein möchte. Und wer doch wohlbegründete Kritik äußert, wird als Fortschrittsverhinderer beschimpft oder als Esoteriker, als Panikmacher und so weiter. Du wolltest zum Einstieg ein paar Thesen aufstellen, und zwar nicht in der volkstümlichen Bedeutung von unbewiesenheiten Vermutungen, sondern Thesen im Sinne von Fakten, die allerdings weitgehend unbekannt sind. Ja, zunächst in Kurzform und dann mit Fakten belegt. These 1, dass die Strahlung von Handys, Handymasten, WLAN und so weiter gesundheitsschädlich ist, ist schon fast von Anfang an bekannt, vor allem der einschlägigen Industrie. These 2. Diese Branche verdient sich allerdings blöd an uns, leugnet daher einfach alle Erkenntnisse und geht mit allen Mitteln gegen kritische Wissenschaftler vor. Insbesondere ein gewisser Professor Alexander Lerchel aus Deutschland bezeichnet die Arbeiten kritischer Kollegen gerne als Pseudowissenschaft oder gar Fälschung und ist daher der Lieblingsprofessor der Mobilfunkindustrie. Ich komme dann später noch auf ihn zurück. These 3. Bei der Vernebelung der Tatsachen genießt die Mobilfunkindustrie das Wohlwollen der Massenmedien, die oft einfach die Presseaussendungen der Industrie abschreiben. Daher ist auch ein Großteil der Bevölkerung und die Politiker sowieso auf dieser Linie, die seit 20 Jahren von den Werbeagenturen vorgegeben wird, nämlich dass EHS, Elektrosmog, Hypersensibilität, Einbildung sei und die Spätfolgen unbewiesen. These 4. Die bisherige Narrenfreiheit, die wir der Mobilfunkindustrie gewährt haben, hat zu einem unbehinderten Wildwuchs an Handymasten, Mobilfunkanbietern, Telefonsystemen und so weiter geführt. Das hat in den letzten Jahren die Strahlenbelastung für uns und auch für andere Organismen, also für Tiere und Pflanzen, gewaltig erhöht. These 5. Weil das alles so leicht durchgegangen ist, hat die Mobilfunkindustrie allen Grund zum Übermut. So leitet sie jetzt, in diesem Augenblick, die Einführung von 5G ein. Und das bedeutet unter anderem, dass allein in Österreich zusätzlich zu den bestehenden 18.000 Handymasten noch ein Vielfaches an kleineren Basisstationen installiert wird, vielleicht 100.000, vielleicht 200.000 oder 300.000, in Abständen von 100 Metern. Zusätzlich sollen uns für 5G noch viele tausende neue Satelliten von oben bestrahlen. Das alles wird die gegenwärtige Strahlenbelastung noch um ein Vielfaches steigern. Für die, die es vielleicht nicht wissen, wofür steht überhaupt 5G, Gernot? Das ist die fünfte Generation der Handytechnik. Zurzeit haben wir 4G. Das war vor kurzem noch der letzte Schrei, ist schon wieder überholt angeblich, denn 5G wird so schnell sein, dass wir einen Spielfilm in einer Sekunde statt in einer Minute runterladen können. Das haben wir uns ja immer schon gewünscht. 3600 Filme in einer Stunde, eine wirklich schöne neue Welt. These 6,
Was die Aufklärung der Bevölkerung betrifft, stehen wir ganz am Anfang. Das Ziel wäre, so viel Information zu verbreiten, dass die Bevölkerung eine Eindämmung des jetzigen Wildwuchses fordert und gegebenenfalls Ersatz durch harmlosere Technologien. Aber deren Harmlosigkeit müsste schon vor ihrer Einführung feststehen. Aber wenn man ohne Leitungen telefonieren möchte, wird man um den Funk wohl nicht herumkommen, oder? Das stimmt nicht ganz. Für Wi-Fi oder Wi-Fi, also WLAN, sind bereits bessere Lösungen in Entwicklung. Auf Lichtbasis statt auf Hochfrequenz-Funkbasis, also Li-Fi statt Wi-Fi, auf Light-Basis eben. Aber die Industrie will wohl so lange wie möglich mit den alten Systemen Geld machen und hat wahrscheinlich wenig Interesse, echte Innovationen zu beschleunigen. Außerdem müssten auch bei Li-Fi eben vor einer großräumigen Einführung etwaige Gesundheitseffekte unabhängig untersucht werden. Das waren meine 6 Thesen und jetzt möchte ich einige Details hinzufügen. These 1, Schlagwort Gesundheitsschädlichkeit, lange bekannt. Dazu bringe ich 2 Geschichten, die kaum jemand kennt. Für die erste müssen wir in die Mitte der 90er Jahre zurückgehen. Damals hat die Verbreitung der Handys gerade begonnen und die aufkeimende Handyindustrie hat natürlich steif und fest behauptet, dass diese nicht ionisierende Funkstrahlung vollkommen harmlos ist. Es ist ja keine ionisierende Strahlung, wie etwa bei einer radioaktiven Substanz. Aber schon bald haben zum Beispiel Wissenschaftler an der Universität von Seattle festgestellt, dass Handystrahlung die Brüche in der DNA, also in der Erbinformation, vermehrt und das kann zu mehr Krebs und anderen schweren Erkrankungen führen. Und so hat die amerikanische Handyindustrie einen gewissen Dr. George Carlo beauftragt, die diesbezüglichen Forschungen im Auge zu behalten und im Sinne der Industrie aufzuarbeiten. Gleichzeitig haben sie sich an die wohl tüchtigste Werbeagentur der Welt gewendet, eine Agentur für Öffentlichkeitsarbeit, die sich selbst als die Kommunikationsagentur für besondere Fälle bezeichnet. Und die ist dafür berühmt, dass sie die Öffentlichkeit bei Vertrauenskrisen erfolgreich beschwichtigt. Ich nenne den Namen nicht, ich mache in Wien eine Niederlassung und solche Leute sind immer sehr klagsfreudig, muss ich ja nicht nennen. Aber zu den Klienten dieser internationalen Beratungsfirma gehören oder gehörten laut Wikipedia zum Beispiel der Chemiekonzern Union Carbide nach dem von ihm verschuldeten schrecklichen Unglück von Bhopal in Indien 1984, der Ölkonzern Exxon nach der Tankerkatastrophe von Alaska 1989, Stichwort der Tanker Exxon Valdez, oder die Erbauer des Atomkraftwerks von Harrisburg nach dem beinahe Supergau 1979, aber auch Politiker wie die faschistische Militärjunta in Argentinien, die faschistische Regierung Pinochet in Chile oder die kommunistische Diktatur Ceausescu in Rumänien und seit kurzem auch unser lieber Freund Erdogan in der Türkei und so weiter. Mit der Expertise von dieser tüchtigen Public Relations Agentur hat die amerikanische Mobilfunkindustrie genau die richtigen Berater gefunden und hat sich seit den 90er Jahren sozusagen sukzessive einen Fundus, einen Katalog von Totschlagargumenten zurechtgelegt, die bis heute in der ganzen Welt von der Industrie und von Politikern und auch von gutgläubigen Privatpersonen verwendet werden, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Über die Frühzeit dieses Suchens nach Argumenten ist ein Dokument durchgesickert, ein Bruchstück einer E-Mail-Korrespondenz zwischen der Handy-Industrie und der erwähnten Werbeagentur. Und da sieht man, wie sie gemeinsam nach möglichst wirksamen Formulierungen ringen. Inzwischen, und jetzt sind wir schon in den späten 90er Jahren, hat der erwähnte Dr. George Carlo emsig weitergearbeitet, wissenschaftliche Studien durchgesehen, kritische und unkritische. Und er hat seinen Auftraggebern weiterhin bestätigt, dass ihre Handys und Handymasten und so weiter völlig harmlos sind. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts sind aber immer neue besorgniserregende Forschungen aufgetaucht, sodass sich Dr. Carlo schließlich verpflichtet gefühlt hat, seinen Auftraggebern nahezulegen, die neuen Erkenntnisse zu berücksichtigen. Die wollten aber davon absolut nichts wissen. Die Industrie hat sich offenbar damals um die Jahrtausendwende dafür entschieden, einfach alles abzustreiten, bis heute. Und das nenne ich die Urlüge der Mobilfunkindustrie, von der sie jetzt nicht mehr weg kann und auch gar nicht will, weil sie damit so erfolgreich ist.
Jedenfalls ist Dr. Carlo dann selbst an die Öffentlichkeit gegangen, ins Fernsehen. Mehr hat er nicht gebraucht. Er hat seinen millionenschweren Forschungsauftrag verloren und nebenbei ist auch sein Haus abgebrannt. Die Feuerwehr hat Brandstiftung festgestellt, aber die Täter haben keine Visitenkarte hinterlassen, daher weiß auch ich nicht, wer es war. Aber nachdenklich wird man ja noch sein dürfen. Heute ist Dr. Carlo Konsulent für die Kläger in Prozessen gegen die Mobilfunkindustrie. Die ziehen sich in den USA schon jahrelang hin, so wie seinerzeit die Prozesse gegen die Zigarettenindustrie. Und man kann mit Sicherheit annehmen, dass Dr. Carlo jetzt wesentlich weniger verdient als seinerzeit bei der Industrie. Aber das ist halt leider das Schicksal von Whistleblowern. Anderen ergeht es noch viel ärger, Stichwort Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning. Das war Geschichte Nummer 1 zur Untermauerung von These 1, Gesundheitsproblematik schon lange bekannt. In Italien übrigens sind 2 Prozesse schon ausjudiziert, da haben die Kläger gewonnen. Die Gerichte haben befunden, dass ihre Hirntumore durch stundenlanges berufsbedingtes Telefonieren verursacht wurden. Und die 2 haben daher eine entsprechende Berufsunfähigkeitsrente zugesprochen bekommen. Allerdings, dafür muss nicht die Handyindustrie aufkommen, sondern die Allgemeinheit. Und in Frankreich ist gerade ein gerichtliches Urteil ergangen, dass EHS, also die angeblich gar nicht existierende Elektrosmog-Hypersensitivität, als Berufskrankheit anzuerkennen ist. Gernot, viele Menschen sagen, Italien und Frankreich sind weit, Amerika noch weiter. Die 90er Jahre sind lange her. Wie vertrauen unsere Experten und die versichern uns, dass bei uns alles harmlos ist? Ja, dazu erzähle ich jetzt eine viel jüngere Geschichte. Im März 2015 hat es eine Sensation gegeben, die durchaus zur Abschaltung aller Handynetze hätte führen können. Aber diese Sensation wurde nie wirklich zur Sensation, weil die Massenmedien, also Zeitungen, Radio, Fernsehen, kaum darüber berichtet haben. Da gibt es also den Professor Alexander Lerchel in Bremen, ich habe ihn schon erwähnt, der ist seit vielen Jahren das Feindbild von allen, die unter Elektrosmog leiden oder über langfristige Schäden besorgt sind. Für den Mobilfunker ist Lerchel aber der beste Freund, weil er mit seiner professoralen Autorität seit Jahren verkündet, die Strahlung sei harmlos und kritische wissenschaftliche Studien seien Soft Science, also Pseudowissenschaft, oder sogar gefälscht. Das hat Lerchel auch bei einem Forschungsprojekt behauptet, das zum Teil an der Wiener Med-Uni durchgeführt wurde, und er hat damit tatsächlich bewirkt, dass diesem Projekt die Forschungsmittel abgedreht wurden. Obwohl die von der Uni eingesetzten Kommissionen keine Fälschung finden konnten. Das war knapp nach der Jahrtausendwende. Circa um dieselbe Zeit hat das Deutsche Fraunhofer-Institut eine Studie zur Handystrahlung gemacht. Das Fraunhofer-Institut ist sowas ähnliches wie ein Pendant zum österreichischen Boltzmann-Institut. Und die Fraunhofer-Wissenschaftler haben Mäusen eine karzinogene Substanz injiziert, auf Deutsch ein krebsauslösendes Mittel gespritzt. Natürlich haben die Mäuse erhöhte Krebsraten bekommen, aber eine Gruppe von Mäusen wurde zusätzlich einer Handystrahlung ausgesetzt. Und diese Gruppe hat eindeutig viel schneller größere Tumore bekommen als die unbestrahlten Mäuse. Das war natürlich lästig für das Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland. Und wer war besser geeignet, diese Studie zu überprüfen und vielleicht zu widerlegen, als der mobilfunkfreundliche Professor Lerchel? Und so hat ihn das Bundesamt beauftragt, die Studie nachzumachen. Eine alte Behauptung aus dem Katalog von Totschlagargumenten besagt ja, dass kritische Studien angeblich nicht reproduzierbar seien. Also wenn handyfreundliche Experten kritische Untersuchungen nachstellen, kommen sie angeblich nie auf die besorgniserregenden Resultate wie die ursprünglichen Autoren. Professor Lerchel hat sich also dran gemacht, die Studie nachzustellen. Nicht allein, sondern mit einem Team von Forschern. Und da kam es zur Sensation. Professor Lerchel musste die Fraunhofer-Ergebnisse voll bestätigen, zu seiner Überraschung, wie er selbst formuliert hat. Sein Team hat sogar noch ärgere Tumore festgestellt als die ursprüngliche Studie. Und das heißt, dass diese Studie sehr wohl reproduzierbar war, und zwar vom Team eines Professors und zur Überraschung eines Professors, der hundertprozentig
kein Interesse hatte, der Industrie und damit sich selbst zu schaden. Das war 2015. Aber zu meiner Überraschung hat Professor Lerchel nun keineswegs das Handtuch geworfen, sondern hat sich im Gegenteil ein paar seltsame Argumente ausgedacht, mit denen er die Bedeutung seiner eigenen Studie heruntergemacht hat. Er konnte die Arbeit des eigenen Teams nicht gut auch wieder als Pseudowissenschaft und Fälschung heruntermachen, aber er hat sich für die paar deutschen Zeitungen, die über die Studie geschrieben haben, Argumente sozusagen gegen sich selbst ausgedacht und die Zeitungen haben sie auch kritiklos übernommen, ohne zu merken, dass diese Argumente in Wirklichkeit voll nach hinten losgehen. Und zwar hat Lerchel gesagt, erstens sind die Mäuse ja ihr ganzes Leben lang unter Bestrahlung gestanden. Keinem Journalisten ist aufgefallen, dass das genau die Situation des heutigen Kleinkindes ist. Des ersten in der Geschichte der Menschheit, das schon im Mutterleib und dann im allerverletzlichsten Abschnitt seines Lebens dem WLAN der Eltern ausgesetzt ist. Und wenn die ausnahmsweise keines haben, dann dem WLAN der Nachbarn, weil WLAN ja die Wände von 2 oder 3 Nachbarhäusern spielend durchdringt. Und in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Kind dann den Smartphones ausgesetzt, überall den Handymasten und im Kinderwagen dann auch noch dem eingeschalteten Handy, das ihm als Beruhigungsspielzeug hineingelegt wird. Das sieht man immer wieder. Und wenn das Baby gute, besorgte Eltern hat, dann wollen die immer wissen, wie es dem Baby geht. Dann kaufen sie ein Babyphone. Da hört die Mama auch in der Küche, was sich im Kinderzimmer tut. Früher ging das harmlos über Kabel, aber das ist heute nicht mehr modern. Es muss über Funk gehen. Und der strahlt bei manchen Babyphone-Systemen so stark wie ein Handymast. Das hat sogar die Arbeiterkammer vor einiger Zeit berichtet. Nur, dass ein Mast weit weg ist und das Babyphone direkt beim Baby. Also so viel zu Lerchels Argument, die Mäuse mit den größeren, ärgeren Tumoren, die seien ja ihr Leben lang unter Bestrahlung gestanden. Das können unsere Kleinkinder nämlich auch. Ein zweites Argument gegen die Studie von Lerchels eigenen Team war, dass diese Studie ja nur beweise, dass die Handystrahlung Tumore fördert, nicht dass es sie verursacht. Also eine echte Wortklauberei, denn die Situation seiner Mäuse ist ja genau auch wieder unsere Situation. Wir sind den modernen karzinogenen Belastungen im Essen, in der Atemluft, oft auch im Trinkwasser ausgesetzt und in den letzten paar Jahren sind zusätzlich verschiedenste Hochfrequenzfelder dazugekommen, die immer stärker und immer allgegenwärtiger werden. Das heißt, die Strahlung liefert einen immer stärkeren Beitrag zu den Krebserkrankungen bzw. zu deren Beschleunigung. Nach Einführung von 5G liefert sie möglicherweise den stärksten aller Beiträge. Mit anderen Worten, die Strahlung hat uns gerade noch gefehlt. Wir haben ja alle dauernd Krebszellen in uns, aber unser Immunsystem wird im Normalfall damit fertig, außer die karzinogenen Einflüsse werden so stark, dass sie das Immunsystem überwältigen. Dann entsteht Krebs. Und wenn der dann noch verstärkt und beschleunigt wird durch den zusätzlichen Faktor Mobilfunk, dann ist es sehr kühn, den Mobilfunk weiterhin harmlos zu nennen und ein weltumspannendes 5G-System aufbauen zu wollen. Dieses 5G wird auf der Erde zusätzliche Millionen von terrestrischen Basisstationen erfordern, Kleinzellen, und dazu sollen viele Tausende von Satelliten kommen, die uns von oben bestrahlen, aber davon später. Das war also die zweite Geschichte zu These 1, dass die Handyindustrie schon lange Bescheid weiß. Aber für mich besonders unheimlich an dieser Geschichte ist, dass diese Sensation nie zur Sensation wurde, weil damals bis heute, zumindest in Österreich, fast keine Zeitungen darüber geschrieben haben. In Deutschland, soweit ich im Internet sehe, waren das wenigstens ein paar Lokalzeitungen in der Nähe von Lerchels Universität und vielleicht 3, 4 größere. Und die haben seine seltsamen Argumente gegen seine eigene Studie kritiklos übernommen. Aber in Österreich sehe ich überhaupt nicht einen einzigen Bericht, auch nicht in den Zeitungen, die vorher bereitwillig geschrieben haben, wenn Lerchel wieder einmal ein Statement über die Harmlosigkeit des Mobilfunks von sich gegeben hat. Einzige Ausnahme war der Standard. Der hat zwar einiges berichtet, aber nicht einmal dazu geschrieben, dass Professor Lerchel der größte Verteidiger der Mobilfunkindustrie war und ist. Und hier springe ich gleich zu These 3 über, nämlich zum Wohlwollen der Massenmedien und der Politik und der Bevölkerung.
Was heute zum Thema Mobilfunk an kritischen Stimmen zu hören ist, das kommt fast nur aus den sozialen Netzen im Internet, aus Facebook oder eben OkieTalk und so weiter. Die Massenmedien tun voll mit, zum Beispiel bei den Lobgesängen auf 5G. Uje, werden vielleicht manche sagen, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Aber das ist gar keine Verschwörung, das sind wahrscheinlich simple betriebswirtschaftliche Überlegungen. Kann ich es mir als Zeitungsherausgeber leisten, einen meiner wichtigsten Werbekunden zu vergrämen, wo doch meine Zeitung eh so ums Überleben kämpft? In dem Zusammenhang fällt nochmals zum Standard, den ich an sich für eine der eher seriöseren Zeitungen halte, aber beim Mobilfunk ist er genauso zum Verzweifeln wie die anderen. Gerade, dass er wenigstens erwähnt, dass es auch Kritiker gibt, aber Formulierungen wie die folgende sind voll auf Industrielinie, vielleicht sogar wörtlich aus der Werbung übernommen. So schreibt der Standard zum Beispiel im April 2019, gesundheitliche Auswirkungen von Mobilfunkstrahlung sind sehr umstritten. Kritiker werfen der Strahlung vor, krebsauslösend zu sein. Das wird von Befürwortern in Abrede gestellt. Also bisher ist es okay, da werden beide Seiten erwähnt. Und jetzt kommt, es liegen auch keine Studien vor, die den Zusammenhang beweisen würden. Also da muss ich schon sagen, das ist total irreführend, als ob es neben vielen anderen kritischen Studien nicht die Lerchel-Studie gäbe, erstellt vom besten Freund der Mobilfunkindustrie. Journalistische Redlichkeit, lieber Standard, wäre gewesen zu schreiben, dass das Haarspalterei ist und dass Mobilfunkstrahlung Krebs, wenn schon nicht auslöst, so doch beschleunigt und somit, wenn man es auf den Menschen überträgt, das Leben von vielen Menschen verkürzt. Und wenn die Zeitungen dem Ex-Innenminister Kickl und dem Ibiza-Urlauber Strache zu Recht vorgeworfen haben, sie wollten die Pressefreiheit einschränken, brauchen sie sich gar nicht aufregen, weil meiner Meinung nach unterwerfen sich die meisten Zeitungen freiwillig einer Selbstzensur zugunsten der Mobilfunkindustrie. Die Wochenmagazine sind auch nicht besser. Die haben früher durch Aufdeckungsjournalismus geglänzt, aber zum Beispiel der Spiegel hat nie über die Lerchel-Studie berichtet, soweit ich sehe. Stattdessen hat er immer wieder Spott und Hohn für die Mobilfunkkritiker. Ich habe dem Spiegel in einem Leserbrief die Lerchel-Geschichte dargelegt, aber der ist weder veröffentlicht noch beantwortet worden. Und interessant auch das Profil, von dem ich früher viel gehalten habe. Profil hat um die Jahrtausendwende mit eingestimmt in die Fälschungsvorwürfe des Professor Lerchel zum Nachteil der kritischen Mobilfunkstudie an der Wiener Med-Uni und zum Nachteil ihrer Verfasser. Auch der ehemalige Chefredakteur Peter Michael Lingens hat mit eingestimmt in die Verdammung dieser Studie. Und ich glaube nicht, dass das Profil später jemals erwähnt hat, dass die schließlich eingesetzten Uni-Kommissionen keine Fälschung festgestellt haben. Aber Peter Michael Lingens hat dann, jahrelang danach, als Pensionist, eine Art Erleuchtung erlebt nach dem Besuch des Dokumentarfilms Thank You for Calling. Und da hat er einen Artikel geschrieben, in dem er irgendwie bedauert, damals bei dem Kesseltreiben gegen die Wiener Wissenschaftler mitgetan zu haben. Da lobt er auch die ehemalige Profiljournalistin Tina Göbel, die als einzige diesem Kesseltreiben kritisch gegenübergestanden ist und das damals auch in einem Profilartikel darlegen durfte. Also jedenfalls 180-Grad-Wende bei Lingens. Aber sein Artikel hat es, soweit ich sehe, nur in die Online-Ausgabe geschafft, nicht in das gedruckte Profil. In den gedruckten Profils findet man zum Thema Mobilfunk immer wieder Beiträge von Alwin Schönberger. Das ist der jetzige Wissenschaftsredakteur von Profil. Und der schreibt ganz ähnlich wie der Spiegel und gar nicht freundlich über Mobilfunkkritiker. Dabei lügt er keineswegs. Ich wiederhole ausdrücklich, Alwin Schönberger lügt nicht. Er schreibt nur Wahrheit. Aber er schreibt nicht über alle Teile der Wahrheit. So zum Beispiel schreibt er mehrmals über den nun schon mehrfach erwähnten Professor Lerchel, aber soweit ich sehe, nie über die eigentliche Sensation, eben die Tumore bei Lerchels Strahlenmäusen. Ich habe meine Korrespondenz mit Schönberger aufgehoben. Er antwortet mir auf meine Kritik und meinen Hinweis auf die Mäusegeschichte. Ja, er wird sich das nochmals ansehen. Bald darauf schreibt er dann tatsächlich wieder über Lerchel, aber nur über ein Gerichtsurteil gegen Lerchel und dessen Fälschungsvorwurf. Und da meint Schönberger, das Urteil sei ja nicht so bedeutsam, wie es die Kritiker immer darstellen.
aber wieder nichts über die Tumore. Also ein weiterer Journalist, der sich eine Sensation entgehen lässt. Seltsam, aber klarerweise kann ich natürlich niemanden zwingen, über etwas zu schreiben, nur weil es mir wichtig erscheint. Nur noch ein Beispiel aus jüngster Zeit zur Schweigsamkeit der Mainstream-Medien in Bezug auf manches Interessantes. Ich google also die Kombination 5G und Brüssel. Ja, zumindest ich finde in den österreichischen Zeitungen nichts zu dem Thema, nämlich das, was ich damit meine. Anfang April hat Brüssel nämlich die Errichtung eines 5G-Netzes verboten. Wobei hier Brüssel nicht für die EU-Hauptstadt steht, sondern für die Region Brüssel. Die hat schon lange besonders verantwortungsvolle niedrige Grenzwerte. Und die könnte 5G gar nicht einhalten. Daher haben die künftigen 5G-Betreiber gefordert, die Grenzwerte eben einfach hinaufzusetzen. Und da hat die regionale Umweltministerin tatsächlich gesagt, die Brüsseler sind keine Versuchskaninchen, deren Gesundheit ich zum Profit anderer verkaufen kann. Und dann hat sie die Einrichtung von 5G für die ganze Region einfach verboten. Ich weiß nicht, wie lange sie sich gegen die Übermacht der Mobilfunkkonzerne durchsetzen kann, aber das Ganze ist eigentlich schon wieder eine Sensation, insbesondere wenn man damit die Einstellung der Stadt Wien zum Beispiel vergleicht. Ganz schnelle Einführung von 5G. Nur so bleibt Wien für die Wirtschaft attraktiv. Überhaupt soll ja auch ganz Österreich Vorreiter werden. Da müssen wir uns übrigens mit anderen Großmächten streiten, denn unter anderem will auch Bayern Vorreiter sein und andere. Jetzt vielleicht habe ich was übersehen, aber dass ein paar Städte 5G einfach verbieten, finde ich hier in keiner Zeitung. Ich google speziell wieder den Standard. Halt, da gibt's doch einen Link zu 5G Brüssel. Aber in diesem Artikel ist nur die Rede von den bekannten Besorgnissen der EU-Hauptstadt wegen Spionage durch Huawei. Vielleicht nicht ganz unberechtigt, diese Besorgnis, aber das Verbot in Brüssel wird zwar erwähnt, aber nur in einem Leserbrief. Am anderen Ende des österreichischen Zeitungsspektrums bietet auch die Kronenzeitung einen Link. Dort wird das Brüsseler 5G-Verbot mit 1,5 Monaten Verspätung am 12. Mai erwähnt, aber wieder nur in einem Leserbrief. Man muss ja wohl froh sein, dass wenigstens solche Leserbriefe veröffentlicht werden. So selbstverständlich ist auch das nicht. Inzwischen hat auch der Kanton Genf den 5G-Rollout gestoppt, weiters Florenz und auch im Bezirk von Rom und weitere Gemeinden. Besonders pikant ist die Lage in Florida. Dort gibt es jetzt ein Gesetz, das 5G-Betreiber ohne Bewilligung überall Basisstationen errichten dürfen. Ausnahme: die schöne Stadt Palm Beach. Das ist Faktum. Dass die Ausnahme wegen Donald Trump und Bill Gates gemacht wurde und wegen der anderen Reichen und Schönen, die dort wohnen und nicht angestrahlt werden wollen und auch nicht überwacht werden wollen, was ja ein weiterer Aspekt von 5G ist, also dass das wegen diesen Leuten, das wird zumindest offiziell nicht angegeben und ich kann es daher auch nicht mit Sicherheit behaupten, wie es manche andere Kritiker tun. Die Stadtverwaltung jedenfalls begründet die Ausnahme mit der Störung des Ortsbildes von Palm Beach. Das ist seltsam, weil diese Basisstationen ja relativ klein wären. Also das waren Beispiele für interessante Nachrichten, von denen man hier in den meisten Mainstream-Medien nichts erfährt, sondern höchstens im Internet, eben etwa bei Facebook oder OkiTalk. These 4 war, dass die Narrenfreiheit der Mobilfunkindustrie zu einem Wildwuchs an Mobilfunkeinrichtungen geführt hat. Das sieht eh jeder. Allein an Handymasten haben wir 18.000 in Österreich. Nicht alle sind erkennbar. Viele sind in Kirchtürmen versteckt und auf Dachböden. In Kärnten habe ich einen fotografiert, der war als Baum verkleidet mit Plastikästen. Ich weiß nicht, ob es davon viele gibt oder ob das ein Einzelstück war. Jedenfalls der Strahlencocktail, der von den Masten und den anderen Quellen ausgeht, zum Beispiel von den WLANs in den jeweils nächsten Häusern, der ist natürlich laut Industrie so schwach, dass er keineswegs schädlich ist. Und da erinnere ich mich an eine Meldung aus dem Jahr 2009. Damals hat Nokia den Prototyp eines Handys gezeigt, das ohne Nachladen unbegrenzt im Standby-Modus geladen bleibt. Den Strom dazu bezieht es sozusagen aus der Luft. Und zwar von den Handymasten und von den WLANs aus der jeweiligen Umgebung.
Für 5 Jahre später, also circa 2015, hat Nokia ein Modell angekündigt, das sich sogar selber vollladen würde. Davon habe ich nichts mehr gehört, aber ich denke mir, vielleicht haben die das Projekt fallen gelassen, damit die Leute nicht nachdenklich werden, weil der Elektrosmog schon so stark ist, dass man damit Elektrogeräte betreiben kann. Gernot, aber wie sieht es jetzt mit der Strahlenbelastung des einzelnen Menschen wirklich aus? Also fairerweise muss man erwähnen, dass die größte Belastung vom eigenen Handy ausgeht, insbesondere wenn man es direkt ans Ohr hält. Und obwohl die Industrie behauptet, alles ist ganz harmlos, haben viele Handygebrauchsanweisungen jetzt schon kleingedruckte Hinweise, dass man das Handy wenigstens ein paar Zentimeter vom Ohr entfernt halten soll. Eine Grundregel der Physik besagt ja, dass jede Strahlungsintensität mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt. Dass die Industrie jetzt widerstrebend doch Warnungen von sich gibt, kommt von der Angst, dass sie bald so viele Prozesse am Hals haben könnte, wie seinerzeit die Zigarettenindustrie. Oder jetzt Monsanto mit dem Glyphosat. Und da möchte die Handyindustrie offenbar zumindest vorbringen können, hier steht ja eh eine Warnung. Übrigens, einer der weltgrößten Rückversicherungskonzerne, die Swiss Re, hat die Versicherungsbranche schon zum 2. Mal davor gewarnt, Unternehmen der Handyindustrie zu versichern. Eine zweite sozusagen persönliche Bestrahlungsquelle ist das Schnurlostelefon, insbesondere eines mit dem DECT-System, weil da die häusliche Basisstation beim DECT, also DECT, weil die dann dauernd strahlt, auch wenn man vielleicht tagelang gar nicht telefoniert. Und eine dritte persönliche Strahlenquelle ist das häusliche WLAN. Und das ist vielleicht die unnötigste Bestrahlung, weil das vermeintlich unmoderne LAN, also der Internetempfang über Kabel statt sozusagen über Hausfunk, weil dieses LAN eh viel besser und schneller und sicherer ist als das WLAN. Und der Computer steht ja in vielen Wohnungen eh immer am gleichen Platz, aber trotzdem hat man eben WLAN und lässt es vielleicht sogar Tag und Nacht an. Ein Wahnsinn, vor dem zwar die Ärztekammer warnt, aber nicht der WLAN-Verkäufer. In manchen Gebrauchsanweisungen steht doch tatsächlich, man soll das WLAN niemals abschalten. Mein eigener Schwager hat sowas, hält sich auch brav daran. Den kann ich mit meiner sensiblen Partnerin nimmer besuchen. Da müssten wir ihn bitten, das WLAN abzuschalten. Und das traut er sich nicht, weil in der Gebrauchsanweisung drinnen steht, man soll es nicht abschalten. Die Bestrahlung vom eigenen Handy, von eigenen WLAN, die kann man wenigstens minimieren, indem man so viel wie möglich ausschaltet. Die von fremden WLANs und Smartphones aber nicht. In der Straßenbahn oder im Kino, wo die Leute ja mitten im Film auch damit herumspielen, da wird man gegen seinen Willen zwangsbestrahlt. Das ist für Sensible eine arge Qual und zwingt sie sogar manchmal einen Kinobesuch oder eine Straßenbahnfahrt vorschnell abzubrechen. Nochmals, zwangsbestrahlt wird man auch schon als Baby vom Babyphone, dann von den Handymasten, vom WLAN, vom Schnurlostelefon der Eltern oder der Nachbarn. Denn diese Strahlung dringt ja auch spielend durch die Mauern von mehreren Häusern. Zwangsbestrahlt wird man auch vom angeblich intelligenten Stromzähler, zu dem wir bald alle gezwungen werden sollen, vom Gas- und vom Wasserzähler, die alle paar Sekunden eine Meldung nach außen schicken, damit einmal im Jahr das Gas- oder Wasserwerk vorbeifahren kann, um den Zählerstand zu notieren. Aber vor allem werden wir bald auch zwangsbestrahlt vom 5G. Und fürs 5G träumen die Techniker von Basisstationen alle 100 Meter. Das muss so sein, weil die nicht so eine große Reichweite haben wie die jetzigen Handymasten. Aber die werden uns jedenfalls von 3 Meter Höhe ununterbrochen bestrahlen, wenn wir durchgehen, durch eine Straße. Aber auch von Kanaldeckeln, von unten hinauf werden sie strahlen. Da sind den Visionen der Techniker keine Grenzen gesetzt. Und das Ganze ist nicht einmal fertig konzipiert, da wird es schon eiligst aufgebaut. Die Frequenzen sind schon versteigert. Die Betreiber reißen sich darum. Und so wie bei der Gentechnik oder Atomenergie und vor allem bei der Rüstung, treiben die Investoren die Politiker vor sich her und die gesundheitlichen Bedenken sind egal. Und die Politiker lassen sich eh gern mit Stehsätzen versorgen, die sie dann selber anbringen können. Unser Land darf nicht ins Hintertreffen geraten. Im Gegenteil, wir müssen Vorreiter werden. Nur dann ist das Land als Wirtschaftsstandort attraktiv.
Und dem Otto-Normalverbraucher wird eingeredet, dass die Billionen Euro, die weltweit in den Aufbau von 5G hineingeschüttet werden sollen, dass dieses Geld ja für ihn ausgegeben wird. Für die Möglichkeit, in einer Stunde 3000 Filme runterzuladen, statt mickrige 50. Und für ihn ist ja auch die schöne neue Welt des Internets der Dinge. Mit dem Kühlschrank, der beim Biller selbstständig die Milch nachbestellt, mit dem selbstfahrenden Auto. Gerade beim Auto muss man ja sagen, wenn man manche Autofahrerinnen oder Autofahrer erlebt, da wäre ein selbstfahrendes Auto vielleicht wirklich nicht so schlecht. Aber all das ist eben mit einer immer größeren Strahlenbelastung verbunden, von der sich allerdings die Techniker und die Aktionäre gegenseitig versichern, dass sie völlig harmlos ist. Egal, was eine Vielzahl von wissenschaftlichen Arbeiten ergeben haben, egal, ob wissenschaftliche Gremien, unter anderem mit dem bekannten Biologen Ulrich von Weizsäcker, egal, ob die warnen und an die Weltgesundheitsorganisation und die UNO appellieren, diesen Wettlauf ums Geldmachen einzudämmen, egal auch, was die österreichische Ärztekammer sagt. In Wirklichkeit ist 5G interessant für industrielle Anwendungen und vor allem für das Militär. 5G wird auch keineswegs mit den Millionen terrestrischen Basisstationen auskommen, die sie bauen wollen, sondern es müssen auch tausende neue Satelliten hochgeschossen werden. Vor ein paar Tagen hat Elon Musk seine ersten 60 privaten Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen und er hat für den Anfang die Bewilligung für weitere 5000. Seine Vision Skylink soll Ergänzung zu 5G sein oder Konkurrenz, das ist nicht ganz klar. Jedenfalls sollen die letzten Funklöcher, die es auf der Erde gibt, dadurch geschlossen werden. Und damit verlieren gleich auch sensible Menschen ihre letzten Refugien. Ganz zu schweigen von dem gefährlichen Weltraummüll, der damit dazukommt. Zurzeit kreisen an die 2000 funktionierende Satelliten plus 3000 sozusagen tote Satelliten plus 3 Millionen Kilo sonstiger Schrott. Und Elon Musk und verschiedene private und staatliche Organisationen sind dabei, diese Massen für den Anfang um 20.000 zusätzlicher Satelliten zu vermehren. Gerhard, für die, die jetzt in der Geschwindigkeit vielleicht nicht wissen, wo sie den Namen Elon Musk hintun sollen. Ja, Elon Musk ist jener Millionär, der mit einem neuen Zahlungssystem Milliarden gemacht hat und jetzt seine Visionen verwirklichen kann mit dem Geld. Er hat die Tesla Elektroautos entwickeln lassen. Es wäre schön, wenn er sich darauf beschränkt hätte. Aber Musk hat auch noch fragwürdigere Visionen. Er will zum Beispiel für Millionäre die Möglichkeit schaffen, sich die Erde vom Weltall aus anzuschauen. Oder er will eine Kolonie am Mars einrichten oder eben Internet und 5G über Satelliten auf uns niederstrahlen lassen, ohne dass er sich um die Gesundheitsaspekte kümmert. Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist ja bekanntlich fließend. So viel zu meinen Thesen 4 und 5. These 6, Aufklärung und Forderung nach besseren, neueren, harmlosen Techniken. Auch da stehen wir erst ganz am Anfang und werden gerade von den Rollouts von Smart Meter und 5G und so weiter überrollt, die ihrerseits von der Geldgier und von der Konkurrenz der Konzerne vorangetrieben werden. Du wolltest nach einer Viertelstunde eine Pause machen? Ich wollte gerade fragen, ob wir jetzt eine Pause einrichten sollen, würde ich doch sagen, bevor wir zu These 6 nochmal eingehen. Mhm. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat es schon mal gefallen. Es ist wirklich erdrückend schon, was ich hier höre. Wir sind noch nicht fertig, aber ihr seid nachher auch gleich dran. Gernot hat heute auch Musik mitgebracht und es geht heute in die 50er Jahre rein. Und da haben wir den ersten Song, das ist Les Paul, Mary Ford. Ja, hören wir mal rein, Musik ab, bis gleich. Na, der Klaus ist wieder heute gut unterwegs. Der Musikplayer ist an. Moment, nein, doch, jetzt ist er an. Ich habe das Telefon freigeschalten. So, Musik ab und bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück mit Magister Dr. Gernot Neuwirth, die dunkle Seite von WLAN und Co. Ja, wir gehen direkt, denke ich, weiter. Bevor ich jetzt groß aushole, möchte ich jetzt auch nicht. Gernot, die These 6, da waren wir stehen geblieben und ich gebe dir das Mikrofon. Danke. Also,
uns vor der Macht der Konzerne zu schützen, wäre eigentlich die Aufgabe unserer Politiker und Politikerinnen. Aber in Wirklichkeit ist es leider so, dass die seit 20, 30 Jahren laufend immer mehr von ihrer eigenen Macht an die Konzerne verschenken oder verkaufen, oft zum eigenen Nutzen oder zumindest das Versuchen, Stichwort TTIP und CETA und andere Freihandelsabkommen, wo die Konzerne Privilegien bekommen, gegen die spätere Politikergenerationen und ganze Länder dann nichts mehr ausrichten können. In Österreich ist die Macht der Mobilfunkkonzerne in den Jahren nach der Jahrtausendwende einzementiert worden. Unter Federführung des blauen, später orangefarbenen Infrastrukturministers Hubert Gorbach, man erinnert sich, das war der, der später auf Jobsuche den lustigen englischen Bewerbungsbrief geschrieben hat, for Heidelberg is too small for me und so weiter. Gorbach war nach seinem Wirken als Regierungsmitglied auch in der Telekom, in den Telekom-Prozess verwickelt. Der hat ja gezeigt damals, dass die Anfütterung von Politikern in dieser Branche zur Unternehmenskultur gehört. Und die Gesetze, die damals eingeführt wurden, die binden noch heute lokalen Politikern die Hände, wenn sie für die Bürger eintreten. In Kärnten sind beispielsweise Lokalpolitiker wegen Amtsmissbrauch zu hohen Geldstrafen verurteilt worden, weil sie sich gegen Handymasten eingesetzt haben, die im ganzen Dorf niemand haben wollte. Zum Beispiel in Obermühlstadt hat die Bevölkerung gesagt, wir sind ein Erholungsdorf und sind mit unserem schwachen Handyempfang zufrieden. Egal, der Mast wurde hingeknallt. Die Mobilfunkindustrie hat heute die Macht, über die Wünsche der Lokalbevölkerung und deren Politiker drüber zu fahren. Und das kreide ich doch der damaligen blau-schwarzen Regierung an unter Federführung des Infrastrukturministers. Ich habe unter anderem auch deshalb negativ jetzt über einen rechten Politiker berichtet, damit es nicht heißt, ich will nur die Grünen schlecht machen. Denn die folgende Geschichte, die ich unbedingt noch loswerden muss, die zeigt zumindest einige Grünen in einem schlechten Licht. Und die Geschichte geht so. Ich bin als Einzelaktivist nicht sehr geschickt im Anbahnen von Kontakten mit Politikerinnen und Politikern, aber vor der letzten Wiener Gemeinderatswahl habe ich bei einem Preisausschreiben ein Treffen mit einer Persönlichkeit der Wiener Politik gewonnen. Und ich habe mir die Vizebürgermeisterin ausgesucht, die Frau Magistra Maria Vasilaku. Weil eine ihrer Lieblingsideen, nämlich die Installation von Gratis-WLAN auf öffentlichen Plätzen war. Und das ist natürlich für EHS-Sensible eine Katastrophe und ist eigentlich ein Diebstahl von öffentlichem Raum. Also ich bekomme einen Termin, erzähle ihr von Professor Lerchel wieder und seinen Tumormäusen und appelliere an sie, keine weiteren Gratis-WLANs mehr einzurichten. Die Frau Magistra Vasilaku hört mir höflich zu. Es ist ja knapp vor der Wahl. Und bei der verliert sie dann nur so viele oder so wenige Stimmen, dass sie doch noch weiter mitregieren kann. Ich schreibe ein Mail mit einer Gratulation und einer Zusammenfassung des Gesprächs, das wir geführt haben. Und lege noch einen Artikel zum Fall Lerchel bei, den ich inzwischen aus Verzweiflung über das Schweigen der Massenmedien in einem kleinen Umweltmagazin veröffentlicht hatte, mit weiteren Details zu Professor Lerchel und seinen Mäusen. Der Artikel ist kurz und einfach geschrieben und heißt Die unerkannte Sensation. Und falls es euch interessiert, der ist zu googeln, einfach unter Neuwirth mit TH, Neuwirth Sensation. Diese beiden Wörter eingeben, dann ist es schon das erste oder zweite Link, das angegeben wurde, falls ihn jemand lesen möchte. Also das schicke ich der Vasilaku. Und darauf bekomme ich eine Antwort, die mich von den Socken haut. Ich möge gefälligst diese oder jene Studie lesen, dann werde ich begreifen, dass nicht die elektromagnetischen Wellen, sondern die Angst vor der Strahlung die Gesundheitsstörungen hervorruft. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt ja nicht mehr und nicht weniger, als dass die eine Mäusegruppe gewusst hat, uje, wir sind bestrahlt, und die haben sich darauf zu Tode gefürchtet. Die anderen haben sich gefreut, dass sie nicht bestrahlt wurden, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und sowas muss ich mir von einer Partei anhören, die ich vorher gewählt habe. Möglicherweise kommt es noch ärger, denn die Wortwahl deutet für mich als Sprachwissenschaftler mit 99
hundertprozentiger Sicherheit darauf hin, dass der entscheidende Satz direkt aus einem bestimmten Propagandafilm der Mobilfunkindustrie übernommen wurde, den auch ich kenne. Wenn das stimmt, dann heißt das, dass die Frau Vizebürgermeisterin oder wahrscheinlich eher ihre Fachberater, ihre Experten, dass die Teile ihrer Weisheit wörtlich aus dem Propagandamaterial der Industrie übernehmen. Inhaltlich ist es sowieso dasselbe. Und das wieder bedeutet genau das, was die Grünen den Behörden beispielsweise im Fall Glyphosat vorwerfen, nämlich dass diese Behörden einzelne Passagen ihrer Berichte einfach aus Materialien der Pestizidindustrie abschreiben. Also ganz viel Grund zum Ärgern. Aber Vasilaku tritt jetzt eh ab, ich möchte nicht weiter über sie reden, das würde der Engländer beating a dead horse nennen, ein totes Pferd peitschen. Also bemühe ich mich um einen Termin bei ihrer Nachfolgerin, Frau Hebein, und will ihr etwas über 5G erzählen und über Li-Fi oder Li-Fi, diese Lichttechnik. Das wäre möglicherweise eine wirklich fortschrittliche Technik, nämlich WLAN auf der Basis von Licht statt Hochfrequenzfunk. Wahrscheinlich viel harmloser als normales Wi-Fi-WLAN. Und das Thema wäre gerade jetzt so wichtig, weil die Stadt Wien ja an allen Pflichtschulen WLAN einführen will, was ein Wahnsinn ist und zum Beispiel in England schon zum Selbstmord zumindest einer EHS-sensiblen Schülerin geführt hat, weil die es einfach in ihrem Klassenzimmer nicht mehr ausgehalten hat. Mit der Forderung an Wiens Schulen, wenigstens ein paar Pilotprojekte mit Licht-WLAN aufzuziehen, wie es sie schon in Deutschland gibt, könnten die Grünen zeigen, wie fortschrittlich sie sind. Aber ich bekomme bei Frau Hebein keinen Termin, beziehungsweise werde auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertröstet. Auf mein Mail Anfang März habe ich zwar am selben Tag eine Antwort, da steht, ich bekomme in Kürze einen Terminvorschlag, aber der kommt nie. Und auch telefonische Urgenzen helfen nichts. Vielleicht haben die beim zweiten Mal Lesen genauer auf den Betreff meines Mails geschaut und gesehen, Mobilfunk, oje. Ein lästiges Thema, den hören wir uns gar nicht an. Dabei wäre es so wichtig, weil uns die Zeit davonläuft. Also habe ich vor ein paar Tagen den zuständigen Bildungsdirektor Herrn Dr. Himmer geschrieben, Sozialdemokrat, das muss ja kein Grüner sein. Ich habe da mehr Glück, aber leider, auch dort wurde ich nur vom Büro des Herrn Bildungsdirektors an irgendwelche zuständige Fachabteilungen verwiesen, also das wird wieder von einer Tür zur anderen verweisen werden. Aber trotzdem, haltet mir die Daumen, ich werde es weiter versuchen. Aber noch ein letztes Beispiel für einen Politiker, der absolut nicht auf einen Appell reagiert, obwohl er sogar vor großem Publikum angesprochen und ausgiebig informiert wurde. Der Oberpolitiker unseres Planeten ist ja wohl der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Zurzeit heißt er Antonio Guterres. Den hat eine mutige UNO-Mitarbeiterin, Claire Edwards, letztes Jahr, wie er in Wien war, vor einem großen Publikum von UNO-Angestellten konfrontiert mit ihrer Forderung, im Wiener UNO-Gebäude die WLAN-Verstärker abzustellen, deren schädliche Auswirkungen durch die metallischen Wände noch verstärkt werden. Sie hat in wenigen Minuten Redezeit eine Fülle von Informationen gebracht. Und was hat der Guterres getan? Er hat vom Podium freundlich, gemütlich zugehört, gegrinst und behauptet, er hört heute zum ersten Mal von Gesundheitsproblemen. Er wird es an die WHO weiterleiten, an die Weltgesundheitsorganisation. Ob er wirklich ahnungslos war oder sich nur so gestellt hat, weiß ich nicht. Claire Edwards weist jedenfalls darauf hin, dass er gelernter Elektroingenieur ist und früher sogar Vorlesungen über Telekommunikation gehalten hat. Seither hat sie immer wieder an ihn geschrieben und keine Antwort mehr bekommen. Mir scheint seine Ahnungslosigkeit eher unwahrscheinlich. Er muss ja wissen, dass seine WHO die Mobilfunkstrahlung in die Kategorie möglicherweise krebserregend einstuft. Und er muss ja von den vielen Petitionen von Wissenschaftlern zumindest gehört haben. Apropos Petition, man sollte vielleicht die Petition gegen 5G unterschreiben. Man kann sie googeln unter Petition gegen 5G. Petition gegen 5G. Da kommt man zu einem ziemlich arroganten Bericht im Standard, aber auch zu einem objektiveren von der Presse und diese bietet sogar einen Link zur Petition. Der Text ist noch an Kurz und Strache gerichtet, wird aber immer noch laufend unterzeichnet, wird wohl an die neue Regierung umgeleitet.
Und dann kann man noch den internationalen Appell unterzeichnen unter 5G Space Appeal. 5G Space Appeal. Und unbedingt sollte man sich das kurze Video von der Wortmeldung von Claire Edwards geben. Da sieht man den Guterres grinsen und hört ihn antworten. Das kann man googeln mit der Kombination UN und 5G. Also UN, 5G. Das Video dauert nur wenige Minuten. Und für jemand, der gerne wunderschönes britisches Englisch hört, ist es ein Genuss, dieses Video. Nicht das Englisch von Guterres, sondern von Claire Edwards. Somit kann ich meine heutige Präsentation jetzt doch noch mit einem positiven Aspekt beenden. Und ich danke für eure Aufmerksamkeit. Gernot, ich glaube, du wolltest noch etwas über einen Merkblatt sagen, wie man die Strahlenbelastung für sich und andere einigermaßen notdürftig reduzieren kann. Ja, mit der Betonung auf einigermaßen notdürftig. Mit ein paar einfachen Tricks wie das Handy nicht direkt ans Ohr anlegen oder auch alle überflüssigen Apps entfernen, weil viele dauernd strahlen und so weiter. Dieser Leitfaden wurde herausgegeben von einer Organisation, die nach den Lehren der Mobilfunkindustrie ein Verein von Spinnern, Esoterikern, Psychopathen und so weiter sein muss. Der Name des Vereins? Österreichische Ärztekammer. Ich gebe das Merkblatt immer aus, wenn ich einen Vortrag halte, aber nachdem ich es nicht übers Radio austeilen kann, rate ich, Folgendes zu googeln: strahlende Informationen. Untertitel 10 medizinische Handyregeln. Ich glaube aber, strahlende Informationen genügt. Und da gibt es jetzt zwei Links, am besten beide anklicken und die ausführlichere Version ausdrucken. Nochmals, strahlende Informationen, herausgegeben von der Wiener Ärztekammer. Aber jetzt bin ich wirklich zu Ende. Ja, es ist ja so viel auch jetzt geflossen und ich sehe, wir haben auch schon den ersten Gast bei uns. Sollen wir ihn direkt reinholen? Eine Frage. Da ist der Armin bei uns, auch der Germane. Herzlich willkommen nochmal alle Zuhörer, die zugeschaltet haben. Der Außenchat ist auch geöffnet, steigt dort ein und ja, oder ruft uns an. Telefon, österreichisches Festnetztelefon, Landesvorwahl 0043 720 51819 und die 7. Und jetzt sage ich einen guten Abend, Armin. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Hallo zusammen. Ich muss sagen, vielen, vielen Dank an den Magister Dr. Gernot Neuwirth. Ich selber beschäftige mich auch schon lange mit dieser ganzen Mobilfunk-Thematik. Und da ist ja auch der Ulrich Weigert oder Wiegert, mir fällt jetzt gerade der Name nicht genau ein, der elektrosensibel ist und diesbezüglich ja einfach hier alle Zelte abgebrochen hat und irgendwo im Schwarzwald lebt in einem Wohnwagen, weil er es einfach nicht mehr aushalten konnte. Und er gibt auch ganz, ganz klasse Hinweise. Und wenn man das Ganze so betrachtet, was du jetzt alles, ich sag einfach mal du, weil wir sind ja unter Menschen und Menschen duzen sich. Ich hoffe, das ist nicht entgegen deiner Einstellung. Nur mal kurz, kann ich da hier ein Feedback haben? Ja, jetzt bist du dran, Gernot. Er wollte ja noch was sagen, glaube ich. Ja, ich wollte schon noch was sagen. Ich wollte nur fragen, ob das du in Ordnung ist oder ob das unerwünscht ist. Na, wir haben uns schon geeinigt. Selbstverständlich. Okitok ist eh fast nur du bei uns. Aber wenn wir Sie sagen, werden wir es direkt auch am Anfang der Sendung sagen. Und ja, bitte. Okay, alles klar. Bei den ganzen Thematiken, die du jetzt angesprochen hast, da kann sich eigentlich nur ein Bild bilden, nämlich das, dass da hier eine riesen Lobbygruppe dahinter steht, die das einfach durchboxen will, egal was da kommt, weil natürlich andere Interessen dahinter stehen. Sprich die Kontrolle, sprich die Überwachung, sprich die Schwächung der Immunsysteme der Menschen, weil diese Mikrowellenstrahlung, die ist ja wirklich nicht von schlechten Eltern und ich bin nicht umsonst hier in die Pampa gezogen, links und rechts von mir nur noch Wald, einfach nur, weil ich hier dumm bin und ein Verschwörungstheoretiker, sondern weil ich einfach bestimmten Erkenntnissen, die ich so gewonnen habe, vertraut habe und dann war das einfach die logische Konsequenz. Viele mögen sagen, okay, du bist hier am Arsch der Welt. Ich sage, nein, ich kann nur sehr gut sehen von hier aus. Und ich habe euch ein Elektrosmog-Schutzsymbol reingepostet hier in den Chat.
Das ist ein altes chinesisches Zeichen, so wie mir gesagt wurde. Ich selber habe es auch bei mir am Telefon, das eigentlich sowieso, also Mobiltelefon, was eh die meiste Zeit aus ist, nur wenn ich irgendwas gerade benötige, dann schalte ich es an, ansonsten ist es die ganze Zeit aus. Das habe ich kinesiologisch getestet mit Muskelfeedback und das wirkt zu 100%. Ich habe das auch bei verschiedenen Menschen probiert und habe gesagt, du probier das mal aus. Und die waren immer sehr, sehr erstaunt aufgrund des Ergebnisses der kinesiologischen des Tests und wollten das dann sofort haben. Das kann man sich ausdrucken, kann es über seinen Arbeitsplatz hängen oder man kann es sich so auf der Folie selbst zeichnen und dann ins Handy irgendwie hinkleben, weil viele sind ja mittlerweile so so geschlossen, dass du da hier nichts mehr irgendwie in das Batteriefach einlegen kannst. Dann packt man sich's einfach drauf. Das geht alles und es wirkt trotzdem. Also nur mal so das am Rande. Es ist halt die Frage, wie machen wir weiter? Ich meine, wir wissen über die ganzen Gefahren dieser Thematik und wie kann man sich schützen? Und da ist ja dieses, da gibt es gute Adressen, wo es eben diese elektronischen Schutzstoffe gibt, also außer Pala, so mehr oder weniger wie Mückennetze, dass ich es noch rausbringe. Das Thema, das wühlt mich doch ziemlich auf. Wie Mückennetze, was man sich über das Bett hängen kann, damit man hier nachts vor diesen EM-Feldern niedrigfrequent und hochfrequent geschützt ist. Und da gibt es ja auch Unterschiede. Dann gibt es auch Beispiele mit der Erdung, dass man sich selbst irgendwie erdet nach Möglichkeit. Ich habe schon mal probiert mit einem Erdungskabel an der Heizung. Ich habe es dann wieder sein lassen, weil das Kabel einfach zu starr war und es zu unpraktisch war. Gehe viel barfuß, um eben diesen Elektronenüberschuss abzuleiten in die Erde. Allerdings kann das halt nicht jeder. Wenn ich da wirklich in Wien wohne oder in der Großstadt in Deutschland, dann geht das einfach nicht so, weil da bin ich überall damit belastet mit dem ganzen Mist, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch. Und die ganzen Zeitungen, die dann hier immer negativ berichten über diese sogenannten Kritiker, wenn man weiß, dass diese ganzen Medien eigentlich nur in der Hand von wenigen Menschen sind und dass die Gleichschaltung eh schon lange erfolgt ist, dann weiß man auch, warum die so berichten. Und ich hatte früher auch immer die Hoffnung, dass da irgendwie mal einer sagt, ja, das geht doch nicht und so weiter. Aber die Hoffnung, die habe ich begraben, weil ich erkannt habe, dass es einfach so ist, wie es ist, Und es ist tatsächlich eine unwahrscheinlich starke Lobbygruppe, die da dahinter steht, die natürlich nichts Positives für die Menschen im Sinn hat, vielleicht für sie als Gruppe, als Menschen im Sinn hat, positiv, aber alle anderen gehen dabei ja vor die Hunde. Und danke, dass du hier so viel Initiative entwickelst und dich mit diesen ganzen, ja, ich sage einfach mal, Politikern auseinandersetzt, die ja sowieso nur ihren Herren dienen. Klasse, dass du das tust und denen das nochmals aufzeigst. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Lieber Armin, danke. Erstmal, ich gebe gleich das Wort zum Gernot rüber. Das Bild ist hier nicht angekommen. Schickst du noch mal im Kanal rein. Gernot, dein Mikrofon. Ja, ich danke auch für die freundlichen Worte. Er hat ja an sich keine Fragen gestellt, sondern einen Kommentar gegeben. Aber ich möchte nur dazu bemerken, was du Mückennetze nennst, das nennt die Industrie dann. Also es gibt auch eine Industrie natürlich, aber die ist viel, viel kleiner und die sind wirklich engagiert. Die Mückennetze nennen die Baldachine und diese Baldachine, wenn man die über ein Bett spannt und manche müssen geerdet werden, manche nicht, das kommt auf das Metall an, welches da verarbeitet ist in dem Baldachin, dann kann man wirklich die Strahlung messbar zu 99 oder sogar 100% wegkriegen. Ich habe das erst nicht geglaubt. Meine Partnerin hat sich in sowas hineingelegt, hat gesagt, das fühlt sich schon viel besser. Aber ich glaube, das bildest du dir ein. Und dann habe ich einfach draußen gemessen mit dem Computer die Einstrahlungen, das waren nicht wenige, in ihre Gemeindewohnung. Und dann habe ich es hineingelegt, den Computer, und dann den Ball dahin zugezogen und die waren alle weg. Also das ist
diese Mückennetze sind wirklich das, was man hundertprozentig, was hundertprozentig auch für Laien messbar ist. Du hast auch, aber auch gefragt, wie soll das weitergehen oder kann es überhaupt irgendwie weitergehen? Jahrzehntelang, ich würde sagen 2 Jahrzehnte lang, hat es immer nur so ausgesehen, als würde die ganze Bevölkerung wie die Lämmer da mitziehen oder wie die Lemminge auch. Und jetzt aber beginnt sich aus 2 Gründen eine Gegenbewegung, glaube ich, zu entwickeln. Das eine ist das Smart Meter. Und da sind die Leute besonders wegen der möglichen Überwachungsfunktion plötzlich aufgewacht. Und es gibt also wirklich erhebliche Initiativen dagegen. Und ich war unlängst bei einer Veranstaltung im Burgenland. Da war da die Halle dieser Stadt war bumm voll, 200 Leute, und kein einziger hat irgendwie für diesen Smart Meter gesprochen. Alle waren empört, da waren auch Heinis von der E-Wirtschaft dort, die haben ihren Ohren nicht getraut, weil sowas hatten sie noch nicht erlebt. Und das Zweite ist, dieses 5G macht doch Leuten immer mehr Sorgen, wenn sie mal erfahren, dass da zigtausend Satelliten mitspielen werden und so weiter, und dass Millionen neue kleine Basisstationen, Kleinzellen errichtet werden. Klingt ja harmlos, aber man kommt dann von einem Feld ins andere, wenn man in der Stadt geht. Und das ist natürlich auch für Sensible die Katastrophe. Und für Nicht-Sensible ist es vielleicht viel später eine Katastrophe. Ich möchte nur noch vielleicht erwähnen, weil die Spätschäden noch nicht so sichtbar sind jetzt. Ich glaube schon, dass welche im Ansatz sichtbar sind, aber die wirklich argen Spätschäden, da hat die BBC, die ich ja berufsmäßig immer gehört habe früher und jetzt noch hobbymäßig höre, dann vor kurzem berichtet, die Hautkrebsfälle in England steigen bei 60-, 70-Jährigen plötzlich enorm an. Das hat jetzt wahrscheinlich nichts mit Handy zu tun, sondern mit der Sonneneinstrahlung. Und wieso? Weil vor 40 Jahren die Billigflüge in den Süden begonnen haben. Das war also Neckermann in Deutschland, aber Thomas Cook in England. Und die Engländer haben sich also in die Sonne gelegt. Man hat auch noch keine großen 50, Faktor 50 Sonnenschutz gehabt. Und die kriegen jetzt 40 Jahre später ihren Hautkrebs, 40 Jahre später. Und das ist eben der springende Punkt. Man kann die Spätschäden zwar wirklich schon voraussagen, aber sie sind noch nicht da in vollem Ausmaß. Armin, gib dir das Mikrofon. Armin? Ja, ich bin schon da. Ich habe gerade versucht, hier das Elektrosmog-Schutzsymbol nochmal zu posten. Ich hoffe, dass es mittlerweile angekommen ist. Also ich kann es sehen bei mir. Ich habe es jetzt einmal vorhin in das Studio gepostet und einmal jetzt da hier bei Sprechen. Ich hoffe, ich könnte es sehen. Wunderbar, sehen wir. Na, wunderbar. Ja, es leider ist es halt so, wie ich das mittlerweile wahrgenommen habe, dass wir nicht umhin kommen, uns irgendwie Schutzmaßnahmen auszudenken. Ich hoffe immer noch auf einen riesen EMP-Impuls von der Sonne, dass die ganzen Scheiß-Satelliten einfach vom Himmel fallen. Wenn es so kommt, freue ich mich. Und ja, aber bis dahin ist es wirklich an jedem, dass er sich selber irgendwas überlegt, wie er sich da rausnehmen kann. Gernot, 5G, es geht ja sogar noch weiter. Es waren auch noch andere Untersuchungen, die ich nachgelesen habe. Die ganzen Türme, die da aufgebaut werden, in 100 Meter Reichweite circa, sind sogar Mikrowellenwaffen. Die sind so aufgebaut, dass man sie aus der Ferne sogar noch mehr aktivieren kann, wenn das gute Männchen mal ein bisschen böse wird, was weiß ich, wie man es beurteilen kann von System aus, was ihm nicht gerade gesinnig ist, könnte man auch das nutzen. Und nicht nur das, man hat ja jetzt auch schon Fotos gemacht vom 5G-Türme, wo Bäume stehen, wo der halbe Baum komplett weggebrannt ist. Ja, Entschuldigung. Weil die Bäume uns schützen, es ist ja ein Schutz für uns Menschen, muss man sie wegmachen, damit wir einen
30, wie viele Filme hast du gesagt, waren das? 3000 Filme kannst du. In einer Minute. Entschuldigung. In einer Stunde kannst du 3000 Filme runterladen. Aber wie lange brauche ich denn, um 3000 Filme zu sehen? Das ist ja das ist absurd, doch krank. Ist doch absurd. Also, das ist nur, die geben das als Beispiel, dass man sieht, wie wunderbar im Vergleich zum veralteten 4G eben dieses neue System ist. Es sind ja, werden auch ganz andere Dinge angepriesen. Das Internet der Dinge wird ja uns eine wunderbare neue Welt bringen. Man weiß ja, wie diese wunderbaren neuen Welten dann, man kann sich so vorstellen, dass das eben keineswegs zu einer wirklichen Menschheitsbeglückung wird. Wir haben Insektensterben, wir haben wirklich so viele Probleme, das Bienensterben und. Und in der Krankenpflege heißt es immer so schön konservativ vorgehen. Wir haben ja schon die Ressourcen. Also wir haben damals überall diese Lichtkabel, also dieses Kabel gelegt, dieses schnelle Kabel. Ja, die Glasfaser. Glasfaser, ne? Danke, dass du mich da unterstützt in der Wortfindung. Und wenn wir das doch einfach mehr ausbauen würden, wir können doch in jeder Bushaltestelle, wenn wir unbedingt Internet haben wollen, eines der schnellsten Internet doch haben, ohne eine Strahlung, das sollte man doch viel mehr vertiefen. Oder? Ich glaube auch, dass diese ganzen funkbasierenden Systeme ein Hemmschuh sind für den Ausbau des Glasfasernetzes, eine direkte Konkurrenz, und das wollen die auch sein. Und jetzt reden sie halt von Kombination, dass die Glasfaser nur auf den Hauptverkehrsstrecken sozusagen ist und alles andere wird über Funk. Also man kann nur sagen, so viel wie möglich auf Glasfaserbasis und so wenig als möglich und vielleicht gar nichts in einer schöneren Zukunft über Funk. Ja, ich werde mal den Bleistift, der wird ja nicht reden, aber vielleicht wird er doch reden, mal mit draufholen. Den Jenne werde ich mal mit draufholen. Der Marc Wahl ist momentan nicht da. Ich schau mal, vielleicht ist von der Marc Wahl ist unten, wo er auch Burkhardt ist gerade gekommen. Und Bleistift ist ja ein Schreiber, genau, aber ab und zu redet er schon. Mal gucken, ob der Jenne da ist. Aus Ostfriesland ist er. Und fragen wir mal, guten Abend, Jenne. Du hast das Thema heute Abend verfolgt. Ich glaube, in Ostfriesland ist man auch von WLAN und Strahlung und so betroffen. Wie hast du denn diesen Vortrag heute Abend für dich wahrgenommen? Ja, hallo zusammen. Und erstmal ein dickes Dankeschön für die glasklaren Worte und die klare Aufdeckung, das, was Gernot da aufzeigt. Also super, super Bericht. Und ja, so wie ich das schon immer erzähle, also wie ich mich damit auseinandergesetzt habe und das verstanden habe, habe ich mein Handy in Gulli geschmissen. WLAN haben wir aus, komplett. Wir benutzen nur Kabel. Und das ist alles nur noch schlimm. Und das, also ich habe mal aufgezeigt, also dass du warst ja letztens hier in diesem Kongress, wo du dir noch die Probleme hattest mit dem WLAN. Und das ist ja alles hier bewusst so gemacht, dass die Leute ja selber danach schreien, dass sie ja dieses 5G ja brauchen, weil sie ja nicht überall super vernetzt sind und nicht überall ihre Videos gucken können und teilen können. Und ja, also ich empfinde das als nur noch schlimm und ja, rate und warne da auch immer jeden vor, ne? Und aber hören will's keiner. Und ja, das ist immer noch so ein bisschen Ratlosigkeit, aber ja, schlimm ist die ganze Sache. Ja, magst du ein paar Worte sagen, Gernot? Ja, also wie gesagt, nochmal, 5G wird möglicherweise eine Basis des Widerstandes hervorrufen. Die Claire Edwards, die bei der UNO damals das Wort ergriffen hat, hat erzählt, in diesem großen Saal, da war kein Mensch, der irgendwie reagiert hätte darauf. Die haben alle blöd gegrinst. Aber was sie jetzt am Internet für Antis praktisch eine VIP geworden. Also im Internet gibt es schon gewaltig viele Reaktionen auf dieses Video. Und wie gesagt, das würde ich wirklich jedem sagen. Außerdem ist es ein wunderschönes britisches Englisch. Und ich möchte noch eins hinterher sagen, ich habe das heute Abend eh schon zu dir vor der Sendung gesagt, in China ist ja das 5G-Netz ja schon völlig ausgebaut. Und wenn da eine schwangere Frau, ja, liebe Frauen, hört mal richtig zu, ich weiß nicht, ob ihr das wollt, aber in China ist es wirklich so, wenn die schwangeren Frauen nach draußen hingehen und keine Schutzkleidung, betont Schutzkleidung, um ihr Neugeborenes anhaben, werden sie bestraft nach einem Punktesystem, was Frau Angela Merkel heute schon in Deutschland bekannt gegeben hat. Schutzkleidung, um nach draußen zu gehen. Leute, sagt mal,
Werdet ihr nicht mal langsam wach? Was passiert denn hier? Eine schwangere Frau muss ihr Kind schützen. Ne? Der Bauch wird abgeschirmt und der Rest des Körpers wird trotzdem der Strahlung ausgesetzt. Hallo? Also so langsam muss man wirklich sagen, wo sind die weißen Westen? Die gelben Westen sind ja in Frankreich, ich habe es eh schon mal gesagt, aber die weißen Westen dürfen langsam mal hier antanzen. Ich bin echt unglaublich enttäuscht von der Haltung der Politiker. Und jetzt haben wir da das nächste Thema noch, das muss ich auch nochmal mit rein, passt auch gut rein, weil wir leben ja in einer Chaoswelt, wenn man das mal so betrachtet. Jetzt wollen die Politiker ja auch noch unser Bargeld abschaffen. Entschuldigung, wir sehen hier, was passiert, oder? Also, ich fordere nach wie vor Bargeld abschaffen für Politiker und dessen Hintermänner, denn wir zahlen die Steuern und jeder Bürger hat ein Recht zu sehen, wie sie mit unseren Geldern umgehen. So, das darf man hier mal festhalten, dann würden wir, glaube ich, vielleicht gar nicht heute über das hier reden, weil das gar nicht entstehen kann. Vielleicht. Ne? Hast du noch eine Meinung dazu? Du, ich lerne immer dazu, also mit den schwangeren Frauen, das ist mir neu gewesen. Ich habe auch die Einzelheiten von 5G erst wieder praktisch dazugelernt, wie ich mich vorbereitet habe für das heutige Event. Man lernt immer, wir werden einfach überrollt von den Entwicklungen und jeder weiß ein paar Details und keiner hat noch, also ich selbst habe auch keineswegs eine Übersicht über alles, was geschrieben wird, sowohl im Internet als auch auf Papier zu dem Thema. Und es ist auch sehr schwer, dann Fake News von echten News zu unterscheiden. Aber das mit China erscheint mir sehr plausibel, was du erzählst, weil BBC, ich halte mich also gerne an die BBC, da war vor einiger Zeit einer in Bezug auf Überwachung, haben die ganz stolz ihm vorgeführt, in diesem BBC-Report, haben sie ganz stolz vorgeführt, wie das funktioniert. Sie haben gesagt, er soll irgendwo hinfahren und sie werden ausgeben eine Suchanzeige, also dass das ein Gesuchter ist. Und der ist ausgestiegen aus der Bahnstation und es sind schon die Polizisten auf ihn zugekommen. Und er hat gesagt, Gentlemen, I've been awaiting you, I've been expecting you. Und es ist alles gut ausgegangen natürlich, weil das ein Experiment war. Aber die waren stolz darauf. Sie sind auch auf ihr Punktesystem stolz. Ich glaube, das ist eine ganz eine andere Einstellung, als wir haben, wo das doch das Individuum noch einen gewissen Wert hat auch. Und natürlich sollten wir schauen, dass wir nicht überrollt werden von einer technischen Entwicklung, die dann vielleicht solche Dinge mit sich bringt. Aber es geht ja nur ums Geld. Wir haben Human Capital, es geht hier um die Lizenzen, die Milliarden gekostet haben. Der Mensch ist ja gar nicht mehr im Vordergrund. Es wird ja nur aufgrund des Geldes sowas getan. Deswegen kann man es ja versuchen, weil ja die Medien ja auch bezahlt werden von dem lobbyistischen Konzern. Deswegen haben wir ja die Ist-Situation. Ja. Und das dürfen wir doch einfach mal verstehen und erkennen. Das kann doch nicht so weitergehen. Die fahren weiter mit dem Bügeleisen über uns, bis wir vielleicht sagen, nein. Das Wort Nein ist, glaube ich, heute ein ganz wichtiges Wort. Ich gebe das Wort nochmal in der Runde hier. Und ja, wie gesagt, liebe Zuhörer, ihr dürft auch anrufen. Telefon nochmal 0043, österreichisches Festnetztelefon. Ja, Armin und auch Jenne kommt gleich dran. 720-518-819. Und die 7, der Jenne war am Flacken. Dann geben wir an Jenne und dann den Armin nochmal das Wort. Jenne, bitte. Ja, danke. Also ich möchte auch nochmal auf das tolle Video hinweisen, was gerade auch eine ganze Zeit lang schon im Netz kursiert. Sie, also da war ein Mann, den haben sie einen Tropfen Blut vom Ohr genommen, vorm Telefonieren, haben das Blutbild gezeigt, das war alles ganz normal. Und dann hat er 5 Minuten oder 10 Minuten telefoniert mit dem Handy, wieder einen Tropfen Blut abgezapft aus dem Ohr und das Blutbild gezeigt und das sah aus wie gekocht. Ja, das waren alles so kleine Wülste und ein ganz schlimmes Blutbild. Und da möchte ich gerne nochmal drauf hinweisen. Ja, die sogenannte Geldrollenbildung heißt das. Es ist eigentlich ganz eindeutig. Das ist etwas, was auch vorgeführt werden kann. Mit Dunkelfeldmikroskopie kann man das dann auch an die Wand projizieren und das wird gerne gezeigt. Und scheint auch relativ einfach, ich könnte es nicht, weil ich nicht so geschickt bin, aber das wird immer wieder mal gezeigt. Und die Industrie, also die Lobby, die Werbehainis, die streiten das nicht mal ab. Sie sagen nur eines, das gibt's auch anderswo, also nicht nur nach einer Mobilfunk, nach einem Gespräch. Und dann sagen sie noch was, ja, da ist das anderswo auch gibt. Vielleicht ist das eh nicht schädlich, vielleicht ist das sogar gesund, das habe ich also schon gehört von Seiten der Mobilfunkverteidiger. Das ist ja vielleicht sogar gesund und natürlich. Und Ärzte natürlich sagen,
Also wenn die Blutkörperchen so zusammenklumpen, dann können sie doch sicher ihre Sauerstofftransportaufgabe nicht mehr so erfüllen. Also das ist eigentlich ziemlich klar jedem vernünftig denkenden Menschen. Und die Gegenseite, die argumentiert da völlig absurd schon. Gernot, ja, das ist ja schon immer dieser Trick der Politik. Wenn was aufgedeckt wird, gleich mit dem Gegenteil belegen. Ne? Also das ist ja das alte Spielchen. Ich möchte noch einen Aspekt auch noch mal mit reinbringen. Es sind ja magnetische Felder. Und ich habe auch vor der Sendung zu dir im Vorgespräch auch schon gesagt, also ein Magnet zieht sich an oder stößt sich ab. Und jetzt essen wir, trinken wir und was kommt in unserem Körper? Wir haben Schwermetalle, wir haben Metalle in unserem Körper auf jeden Fall. Und die reagieren ja nicht auf die magnetischen Felder. Überhaupt nicht, bei uns Menschen doch nicht. Also mit anderen Worten möchte ich sagen, bevor man überhaupt ein 5G erstmal und so weiter einführen würde, sollten wir erst dafür sorgen, dass wir Menschen erstmal entgiften und keine Schwermetalle in unserem Körper haben. Denn meine Ansicht heißt, Metalle reagieren und die Menschen werden wegsterben möglicherweise, wie die Fliegen vielleicht, aber in einem Prozesslauf, ich kann das ja auch nicht so sagen, aber es wird was passieren. Der Körper wird reagieren. Das ist genauso wie 5G-Mikrowellen. Mikrowellen, wir haben zwar einen Schutz, ab 5G sagt man, ist das ein Angriff an unserem Körper und da kommt man gar nicht drum hinweg. Hat man 6G, es sind Mikrowellen. Legt man ein Stück Alufolie in der Mikrowelle rein. Oder wie jetzt auch mit dem Blut, ein Wasser wird in der Mikrowelle aufgesetzt, da gibt es ja das Oxford-Experiment der Katzen, sie wurden ja bekocht, so wunderschön vom Oma, das beste Essen in die Mikrowelle aufgewärmt, abgekühlt und dann haben die Katzen das bekommen. Was glaubt ihr, wie viele Katzen überlebt haben? Nicht eine. Sie sind alle verhungert. Alle Katzen haben zwar gefressen, sie sind verhungert, weil alles tot war. So, und jetzt soll mir mal jemand, ein Facharzt, ein Wissenschaftler, mal von der Seite des Systems, die da ja dafür befürwortet sind, mal antworten, ob das jetzt richtig ist oder nicht richtig ist. Wieso? Dann haben wir wieder das Thema der Wissenschaft, die anerkannte Wissenschaft. Ja, da kann ich auch den Lobbyismus gleichzeitig dazu sagen. Und die freie Wissenschaft. Aber alles, was frei ist, ist ja dann ja die Verschwörungstheorie. Man zeigt gerne mit dem Finger, obwohl die Untersuchungen im Labor genauso sind. Ne? Statistiken werden ja auch gemacht von den Statistikerstellern. Ich möchte hier gerne Unsicherheit reinbringen. Es geht hier um Lösungen. Wir dürfen mal langsam sagen, hey, das ist eine nicht richtige Art, diese Art von Politik in die Gesellschaft zu bringen. Vor allem, wir haben Kinder, wir haben unsere Tiere. Ja, und dann gibt es ja auch noch dieser Gatestone. Ne, das ist so ein großer Stein irgendwo, das vielleicht gesagt mir gleich der Armin das auch noch, das hat auch der Franz Josef aus Graz mir schon gesagt, die Menschheit soll ja bis auf 500 Millionen Menschen reduziert werden. 500 Millionen bei 7 Milliarden. Dann sind wir ja jetzt auf einem guten Weg, wenn ich jetzt mal so hinschaue über die Schäden, was hier passiert. Okay, das ist nicht meine Aussage, das ist gemeißelt worden offiziell, aber vielleicht kriegen wir gleich nochmal die genaue Quelle, wo das drin ist. Und Armin war ja auch am Flackern. Armin, ich gebe dir das Mikrofon. Ja, du sprichst von den Georgia Guidestones, die ja angeblich installiert wurden von einem Unbekannten auf einem Grundstück, das wohl irgendjemandem gehört. Und der weiß nicht, wer die installiert hat. Also alles sehr, sehr, sehr dubios. Klar, wenn man einfach mal hier die Fakten anzieht, die das Ganze, diese Elektrosmog-Geschichte, jetzt auch Grad 5G mit im Rucksack hat, dann ist es so, dass viele, viele Menschen darunter leiden werden, mit Sicherheit. Und die werden auch sterben. Und es ist an uns, die wir wissen, dass das schädlich ist, den Menschen zumindest eine gewisse Hilfestellung geben zu können. Klar, ich meine, du kannst nicht irgendwie, ich habe das jetzt hier, weil wir hier mehrere Leute sind, die hier wohnen, die wir letztendlich teilweise auch durchfüttern. Und manchmal fragst du dich schon, warum die einfach so schwer vom Begriff sind, obwohl es für dich wirklich logisch und auf der Hand liegt. Aber die kapieren es einfach nicht. Wieso, weshalb auch, sei mal dahingestellt. Es ist halt so und ich sehe das halt einfach wie im Kleinen so im Großen, das sind ja die hermetischen Gesetze, das sehe ich halt, dass der Großteil der Bevölkerung vermutlich sterben wird.
Und vielleicht ist es so gewollt. Also es gefällt mir nicht, in keinster Weise. Aber ich kann nicht jeden davor schützen, der sich nicht schützen lassen will. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Und deswegen halt eben dieses E-Smog-Schutzsymbol. Und auch, ich kann euch auch einen Link schicken bezüglich Stoffe, da kann man sich dann Kleidung nähen und so weiter. Kommt es darauf an, wo, in welcher Region man lebt, wie man davon belastet ist von dem ganzen Mist. Ist es halt ratsam oder nicht ratsam? Eine einfache Variante habe ich erst gestern oder vorgestern im Video gesehen, sind Aluminiumfliegengitter, die dann mehr oder weniger in die Richtung faradäischer Käfig wirken. Und ich bin immer lösungsorientiert und versuche das so günstig wie möglich zu machen für die Leute, weil die meisten sind eh schon ausgebrannt an finanziellen Mitteln und da braucht man jetzt nicht nur irgendwie Hunderte und Tausende von Euro in irgendwas investieren, wenn es total preiswert geht. Und da habe ich eben ein Video gesehen bezüglich dieser Aluminiumfliegengitter, die, wenn man sie doppelt nimmt, also wirklich den Großteil der ganzen Belastung wegnehmen. Ja, einfach nur mal so mein Tipp. Ja, diese, was du Fliegengitter nennst, das hat jemand anderer vorher Mückennetze genannt. Das sind diese Baldachine, die tatsächlich eben faradäische Käfige sind und daher also über jeden Zweifel erhaben. Das ist nichts Esoterisches, wie manche Leute glauben, sie müssen es so nennen. Aber das ist einfach Tatsache, dass die Strahlung nicht durchdringt. Man kann sich auch theoretisch eine Wohnung oder ein Haus mit diesen mit solchen Vorhängen dicht machen. Abschirmen heißt es. Nur ich muss sagen, bei uns hat es nicht funktioniert. Wir haben versucht, um ein Schweinegeld eine Gemeindewohnung in Wien also abzuschirmen. Wir hatten 25 Einstrahlungen, das konnte man ja am Display vom Computer sehen, 25 Einstrahlungen von rundum, haben 20 davon weggebracht, aber 5 sind irgendwie weiter durch Ritzen oder Spalten oder so gedrungen. Und das Leben in dieser Wohnung ist für meine Partnerin immer noch unmöglich. Daher haben wir es auch so gemacht, wie ich glaube, der erste Anruf, wir konnten uns Gott sei Dank leisten, etwas am Land zu finden, aber das hat auch lange gedauert. Ich habe extra wieder ein Auto kaufen müssen. Ich habe mein Auto schon lange verkauft, um was zu finden in einer Sackgasse, wo wir zurzeit die einzigen Bewohner sind, dieser Sackgasse. Wird aber unter Umständen anders, wenn der Nachbar sein Haus verkauft, das er nicht benutzt. Wir sind nur zwei Häuser in der Sackgasse. Da ist sie sicher. Ansonsten kann man sich wirklich sehr schwer schützen. Man kann ja nicht leben auf 4 Quadratmetern, wo dieser Baldachin, dieser faradäische Käfig wirklich, wirklich sehr effizient ist. Wenn man sich die ganze Wohnung zu einem faradäischen Käfig machen möchte, dann funktioniert das oft nicht. Leider. Wir gehen in die Musikpause und du hast da auch einen Song mitgebracht und das heißt der Blue Tango, so wie ich. Lauter Schnulzen aus meiner Jugend. Ja, ja, jo. Du hast ja auch schon ein stolzes Alter. Ich weiß nicht, ob du es verraten möchtest. Ja, warum nicht? Ich bin 79, aber ich sehe aus wie 78. Ja, ich finde, du schaust nicht so alt aus. Also wir haben heute auch einen Zeitzeugen, einen Mensch, der sich wirklich arrangiert und ich finde das gut und er ist selbst betroffen und ja, ich finde es super. Danke. Ne? Und jetzt machen wir Blue Tango Musik ab und bis gleich. Ja, das ist alte Musik. Aber gute Musik. Und so schlecht fand ich das gar nicht. Also, ich meine, der eine mag es, der andere mag es nicht, Gernot. Ne? Aber jeder hat so seine Jugend und sein Leben. Ja. Und ne, ich bin ja auch geprägt von, was weiß ich, Led Zeppelin, ne, Frank Zappa, ne, das waren die Zeiten Bob Marley, ne, so die Rolling Stones und wie sie alle heißen. Ne, das war meine Zeit, war das. Ne? Gernot, was möchtest du heute erstmal nochmal loswerden? Was ist noch wichtig für dich, vielleicht für die Menschen? Gibt es da so ein paar Ansätze noch? Oder haben wir eigentlich heute schon ein rundes Paket da gemacht? Ja, eigentlich haben wir für heute, also ich würde jetzt nicht mehr von mir aus was dazu sagen, aber ich bin gerne, es interessiert mich, was dann noch an und Fragen, Anregungen Fragen oder Kommentaren kommt. Ja, dann werde ich das Wort nochmal in der Runde geben und ja, wer mag denn? Gibt es denn da noch ein paar? Ja, da Jenne möchte sich noch ans Gespräch teilnehmen. Jenne, bitte. Ja,
Ich würde gerne nochmal, wir haben ja nicht nur auch diese Handymasten, die setzen ja auch hier gerade alles, also die pflastern quasi die ganze Natur zu mit diesen Windrädern. Und diese Windrädern, die brummen ja. Also wenn wir haben hier in der Nähe eins und nachts manchmal, dann hat man immer dieses Wumm, Wumm, Wumm. Und alleine also diese Wellen, die darüber kommen, die sind auch schon total schädlich und machen die Menschen krank. Da haben sie schon gegen geklagt und alles und tun sie es auch immer wieder ab, dass, ne, nee, das kommt da nicht von und das hat da nichts mit zu tun und ja, und also es ist so viel, was im Moment da läuft mit diesem Elektroscheiß und Mist und man weiß gar nicht, wo man da noch warnen soll und erzählen soll. Und man ist immer enttäuscht, weil die Leute wollen es nicht hören und halten sich zwei Handys ans Ohr. Ja, genau, da fällt mir dazu ein. Ja, man hat ja die Grünen so in die 80er Jahre in Deutschland sind die ja entstanden. Und da war ja auch Joschka Fischer der Antreiber in Deutschland. Und da waren sie wirklich noch für die Umwelt. Und wenn man aber heute sieht, na, natürlich, man sagt Elektromobilität, da kommt nichts hinten raus. Aber was bedeutet das Gesamtprojekt Elektromobilität? Was bedeutet das Gesamtprojekt der Windräder? Sicherlich ist es schön, wenn durch den Wind natürlich was entsteht und ein Strom kommt. Wir dürften aber auch dann die Gezeiten nutzen. Da gibt es ja auch Gezeitenkraftwerke. Es gibt ja so viel Wissen, Alternatives gibt es ja. Ja, und wenn der Jenny jetzt diese Windräder speziell anspricht, da sind ja tonnenweise auch an Insekten, die da durch sterben, beziehungsweise auch Vögel, die da reinfliegen, gibt genügend Aufnahmen. Und das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ja, nach außen hin, ne, die Grünen sagen, ja, kommt ja nichts aus dem Auspuff raus, ist sauber. Aber wie man dann die Akkus zum Beispiel von der Elektromobilität dementsprechend das Silizium und das Kobalt, glaube ich, oder was das alles ist, abbaut. Man hat ja schon genügend Berichte, wie die Landstriche, wo das abgebaut und verseucht wird, selbst hier in Österreich, in der Steiermark, soweit ich gehört habe, sollte dieses existent sein, dieses Silizium. Und man möchte sich da auch gegen wehren, weil das so giftig auch ist. Ja, Jenne hat die Windräder angesprochen. Ja, natürlich, Wind ist natürlich. Aber die Nebenwirkungen sind da. Man weiß auch schon, dass viele Menschen Schlafstörungen haben durch die Windräder alleine. Also gibt es genügend, man braucht ja nur in der Gegend mal fragen, wo die Windräder stehen, und dann bekommt man schon die Menschen dementsprechend auch dorthin. Oder auch alleine, wie wir das Thema heute auch angesprochen haben, das WLAN oder Smart Meter. Na, da hat auch der Franz Reutinger, der auch bei uns immer wieder mal referiert, schon drüber geredet. Und auch der Franz Miller hat darüber schon geredet. franzmiller.at. Ich kann nur diese Namen mal nennen, um dass ihr draußen auch mal selbst recherchiert. Es geht hier um Eigenverantwortlichkeit. Nicht ist alles Gold, was glänzt. Also die Fassade sollte man auch sehen. Jede Entscheidung, was man macht, hat positive wie negative Nebenwirkungen. Und das sollten wir in der Reife des heutigen Lebens uns doch mal bewusst werden. Verantwortung habe ich nicht nur gegenüber meiner Person und meines Seins, sondern auch Verantwortung für Jung und Alt. Und ja, und dann steht sogar in den Ärztenpraxis bitte keine Handys. Ja, das kostet sogar Geld. Es gibt hier eine Praxis, die sagen, wenn das Telefon während der Sprechstunde geht, dann muss man 10 € in den Topf tun. Ja, ich finde, das ist auch ein Ansatz. Ist natürlich für Leute, die kein Geld haben, nicht gut. Jedoch, wenn man eigenverantwortlich ist, passiert das ja auch nicht. Da, es hat da nichts zu suchen. In den Spitälern, wo ich herauskomme, hieß es auch, ne, keine Handys in Deutschland. Und dann komme ich nach Österreich hin im Jahr 2005. Da waren sie alle auf den Stationen am Telefonieren mit ihren Handys. Ne. Das ist so, glaube ich, ein Paradies hier für Handy-Telefonierer, auch in den Spitälern. Ja, Mama mia. Gut. Ne, wir sollten das erkennen dürfen, Gernot, finde ich, oder liebe Zuhörer. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir das Kabel nutzen, viel mehr und wirklich das Wissen, was viele Menschen schon haben, auch in Sachen Antriebe von
zum Beispiel Wasserstoff, was in dem asiatischen Markt schon stark zur Verfügung steht. Das soll angeblich die Zukunft sein der Mobilität, nicht die E-Mobilität. Und es gibt ja auch das Problem der Ladekapazität. Die ganzen vielen Autos, die müssen ja auch geladen werden. Das Stromnetz soll angeblich gar nicht das alles aushalten können. Es gibt so viele Argumente, die brauche ich jetzt gar nicht im ganzen Detail hier aufsagen. Die findet man im Internet ganz, ganz, ganz viel. Gernot, hast du noch ein paar Worte zu meinen? Ja, sicher. Das war jetzt ein Rundumschlag gegen einige Dinge, die ich etwas anders sehe, aber nur zum... So was, dann sagen wir zum WLAN in den Spitälern. Es gibt welche, die sind stolz, dass sie WLAN haben. Das AKH, das baut sogar in irgendeinem Prospekt, steht da stolz drin. Das Hanusch-Krankenhaus hat zumindest vor einiger Zeit, haben die null, also oder fast kein WLAN gehabt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber die haben offenbar sich das zum Prinzip gemacht, damals zumindest. Ne? Also ich verstehe überhaupt nicht, wieso das AKH so viel Wert aufs WLAN legt. Wieso soll ich viel zum Elektroauto und zum Wind? Natürlich habe ich auch meine Meinung über Windräder. Vor allem zur Zeit der Margaret Thatcher wurden, also das ist jetzt in den 80er Jahre, 90er Jahre des letzten Jahrtausends, die war gezwungen, gegen ihren Willen auch Windräder hinzustellen, nicht nur Atomkraftwerke, nicht nur für Atomenergie zu forcieren, sondern auch Windräder hinzustellen, also gesetzlich gezwungen. Und die hat sie oder ihre Verwaltung, die haben das ganz knapp zu Häusern hingestellt, wo die Leute schlafen wollten. Die haben nicht nur diese Infraschall-Vibrationen gehört, sondern auch sogar stroboskopische Effekte, das heißt also Lichteffekte. Wenn du schlafen willst und da flackert es da und vor allem, weil der Mond durchscheint, also fürchterlich. Ich glaube nur, wenn sie weit genug sind von menschlichen Siedlungen, und ich weiß nicht, wie weit sie sein müssen. Ich zum Beispiel spüre in meinen beiden Wohnsitzen null, weil das sehr weit weg ist von dem nächsten Windkraftwerk. Aber wo da, sagen wir, die Grenze ist, weiß ich nicht. Im Übrigen waren die Windkraftwerke vor kurzem auch noch die Alternative und sie sind auch noch die Alternative für mich, wenn sie nur entsprechend, jetzt haben wir zum Beispiel auf der Pandorfer Heide, ich glaube, die sind schon weit genug entfernt von menschlichen Siedlungen, dass sie nicht wirklich stören, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ob das immer noch zu nahe ist zur Elektromobilität. Ich möchte nur noch eines sagen. Gestern war ein Vortrag von Professor Knoblacher im Naturschutzbund. Ich konnte nicht hingehen, aber ich wollte ihm dasselbe sagen, was ich jetzt auch euch sagen werde. Meiner Ansicht nach ist Ceteris Paribus, das heißt unter sonst gleichbleibenden Randbedingungen, ist ein Elektroauto wahrscheinlich immer noch besser als mein jetziger Diesel. Und wenn du sagst, die neuesten Diesel sind schon wieder viel umweltfreundlicher, muss ich sagen, wahrscheinlich wird es bald Batterien auch geben, die nicht mehr auf diese Behauptung von der Industrie, aber kann ja stimmen, hoffentlich stimmt es. Es gibt sogar Batterien, ne, schon damals in den 30er, 40er Jahren, die 80, 90 Jahre halten. Mhm. Ja, also es geht hier um Wissen. Ja, ja. Ne, und warum haben wir Patente, Kartelle? Ne? Warum wird das alles gemacht? Also aufgekauft? Ne? Ja, also wir halten uns selber auf. Ja, es ist ja zum Beispiel die Geschichte vom Aufkaufen. General Motors hat in den 30er Jahren die ganzen Autobuslinien in Amerika aufgekauft, nur um sie stillzulegen oder so schlecht laufen zu lassen, dass sich alle ein Auto kaufen mussten. Und dasselbe wurde dann in den 70er Jahren in Australien nochmal wiederholt. Ne? Also das mit dem Aufkaufen von Patenten oder auch von ganzen Systemen, das stimmt leider. Und zum Diesel nochmal, man hat ja festgestellt, ein Elektroauto muss ungefähr 230.000 bis 250.000 Kilometer erstmal laufen, um den Effekt eines heutigen Diesel auch erstmal gleich zu werden vom CO2-Ausstoß. Im Übrigen, wenn ich CO2 mal so höre, heute war ich ja im Supermarkt und dann sehe ich CO2-Kartuschen. Da habe ich dann sofort meinen Mund aufmachen müssen zur Verkäuferin und sagte, wieso wird hier CO2 verkauft? CO2 ist doch ein Klimakiller. Wieso wird das denn hier verkauft? Ist das ja ein Klimakiller. Ja, ja, ja. Aber das ist ein Thema so nebenbei. Ich möchte es nur mal so sagen. Werden wir verarscht? Warum werden wir unwissend gehalten?
wenn wir auf der anderen Seite so viele Studien haben, und wir haben ja auch die Medien heute, hast du ja auch groß angesprochen, was berichtet wird oder nicht berichtet wird, ne, wo ein Lachen im Parlament plötzlich da ist, ne, als wenn sie es nicht wüssten, die wissen das schon. Ne? Und wer die Handys erfunden hat, ja, die haben nicht mal ein Handy. Das darf man auch noch mal hier betonen. Und wenn du sagst, Florida oder was war das, dieser eine Staat? Ja, Palm Beach in Florida. Ja, ne? Und wenn da nur die High Society, sage ich mal, ist und das auch nicht möchte, das sollte uns doch ein Lichtlein aufgehen. Was soll denn das Ganze? Da muss man doch mal einen Stopp mal irgendwann mal setzen und unsere Reife, weil wir haben ja auch studiert, wir sind ja auch anerkannt, wir haben ja gelernt. Und jetzt dürfen wir nichts mehr davon aufnehmen und sagen, hallo, ne? Guten Morgen, ne? Ich hoffe, wir werden jetzt mal alle wach. So, jetzt bin ich leise und schau nochmal, ja, Jenne. Also dieses CO2 ist ja auch nur eine Ablenkung. Es geht ja um den Feinstaub, um die Nanopartikel, ne? Seitdem es die Katalysatoren gibt und das immer kleiner wird, so dass unsere Lungen die feinsten Partikel halt aufnimmt. Ja? Also darum geht's ja, was Schlimmes und Schlechtes. Und davon abzutuschen, wird ja alles Mögliche aus dem Boden gestampft und behauptet und ja. Der neue Diesel, wie gesagt, der ist in Deutschland im Übrigen auch erfunden worden. Man kann sogar ein Tempotaschentuch dann am Auspuff halten und da kommt nichts mehr raus. Kein Ruß, kein gar nichts mehr. Der ist wirklich so sauber. Du, soll mir recht sein. Das heißt, ich hoffe, dass die schon bald auf dem Markt sind, diese super sauberen Diesel. Hoffen darf man immer. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, die Deutschen wollen ja damit auch ihre Dieselindustrie retten. Ja. Nur, das wird jetzt keine Beachtung gegeben. Wir hätten es früher beginnen sollen. Damit. Ja, auch das. Ja, aber hätte getan, wir haben es jetzt da und sehen jetzt die Probleme. Ja, wenn es wirklich da ist, dann werden sie es auch vermarkten, hoffe ich. Ne? Das hoffe ich, dass das auch durchgeht. Jenne, bitte. Ja, in Indien haben sie vor 3-4 Jahren schon das erste Pressluftauto auf den Markt gebracht, serienmäßig. Ja, das wäre zum Beispiel eine Lösung. Oder eben halt diese Wasserstofftechnologie, was sie jetzt schon die ersten Züge und Busse mitfahren lassen. Ja, das ist ja auch noch alles besser wie ne? Öl, Diesel und Benzin und was weiß ich nicht. Ja, also Pressluft hat schon Amory Lovins in den 70er Jahren berichtet darüber. Amory Lovins war also ein ganz grüner Physiker und Elektron und Atom, also alles Mögliche. Der hat das als ein alternatives Netzsystem gebracht. Man könnte sowohl also Pressluftnetze errichten, als auch Pressluft im eigenen Haus erzeugen, aber du brauchst eben eine Energie, um die Pressluft herzustellen. Und das sind die Primärenergie, ist wieder Öl, von meinetwegen Solarpaneele, so Photovoltaik. Und sogar bei der Photovoltaik gibt's wieder Kritik, dass die auch wieder auf Dächern, dass sie dann unter Umständen gewaltige Strahlung erzeugen können, speziell wenn sie Umformer haben. Also ich kenne mich da auch nicht so genau aus, aber eines weiß ich, jede moderne Technologie ruft auch wieder Kritiker auf den Plan und es wird immer schwerer, den Kritiken zu begegnen und zu sehen, wo ist da Fake News und wo ist es wirklich. Ja, in den 50er Jahren haben sie im Fernsehen gezeigt, wie ein Magnetmotor funktioniert und der hat den entwickelt für ein Auto für 20 Jahre Lebigkeit, dass der hält. Und zu dem Pressluft nochmal, das ist, wenn man es nach von außen nachfüllen kann, aber wenn man ein Fünfkammersystem aufbaut, dann lädt es sich selber auf. Ja, so simpel ist das. Ein Perpetuum mobile, ja? Ja, im selben Sinne. Wenn das leicht zu konstruieren ist, bitte, warum macht es nicht jemand und zeigt das mal vor. Ich glaube nicht, dass das schon jemals gezeigt wurde. Oder ich kenne es, das Perpetuum mobile. Oben in Berlin bin ich sogar Treps mitgefahren. Die gibt es da wirklich. Ich fahre mit dir dahin. Ja, fahr mit mir hin. Gut. Ich zeig's dir. Okay. Nee, also ganz sicher. Also, bitte.
Ja, das ist hier ja alles unter nicht für die Öffentlichkeit. Sobald das jemand erfunden hat, ist es ja vom Markt genommen worden. Ja, das Patent, dafür gibt es ja das Patentamt, damit jeder dann dahin rennt, wenn er was erfunden hat. Und sobald das gut ist, ne, wird's halt verschlossen, ja. Danke dir, Jenny. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben es 21:50 Uhr. Der Marc ist noch mal reingekommen bei uns im Raum und sagen guten Abend, Marc, auch zum Thema. Guten Abend. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Marc. Ich hoffe, du bist Ohr und hast zum Thema was beizutragen. Dein Mikrofon. Ja, vom Adler, dem Zug, sagte man, der fährt über 30 km/h. Man könne tödlich verunglücken oder sterben ab der Geschwindigkeit, haben die Zeitungen in Nürnberg damals geschrieben. Und vielleicht stimmt es sogar. Vielleicht, ne, stirbt man eher, wenn man über 30 km/h fährt. Und wir haben es aus der damaligen Perspektive des Autors heute noch nicht begriffen. Neue Entwicklungen sind sehr kritisch festzumachen. Ja, wer weiß, ob das stimmt, ne, mit der Unsicherheit der Strahlung. Wer weiß, was aus dem Kosmos uns eh schon bestrahlt. Doch wir sind fesche anzupacken und deswegen hoffe ich, dass die Leute den Mut haben, der Gesundheit trotzdem zu frönen. Ja, da hast du wieder ein Thema angesprochen, die kosmische Strahlung, die ja schon immer bei uns eingewirkt hat. Der Unterschied ist nur, wir Menschen machen eine Strahlung hier. Und das ist was anderes wie die natürliche kosmische Strahlung. Und die Menschen haben alle überlebt seit Tausenden von Jahren. Jetzt ist aber ein Punkt gekommen, wo wir Insektensterben haben, die 5G-Türme, die Bäume, der Mark, ne, werden wie weggebrannt. Also das sind alles Dinge, dann berichten hochsensible Menschen. Wir haben ja auch eine Übertragung aus Salzburg gemacht, die kam mit Schutzkleidung über 5G. Ne, das war wirklich unglaublich. Also da ist ja was von uns gemacht. Die natürliche kosmische Strahlung, die haben wir. Wir haben eine natürliche Atmosphäre, die uns immer irgendwo geschützt hat. Jetzt kommen wir aber mit einer Technik an, die, wie ich das Oxford-Experiment heute genannt hatte, mit den Katzen zum Beispiel, ja, wo alle Katzen gestorben sind. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen, vielen Beispielen. Und es gibt jetzt mittlerweile so viele hochsensible Menschen, die immer mehr reagieren. Das darf man doch nicht einfach wegdenken, Gernot, oder? Ja, ich kenne das Oxford-Experiment nicht, aber die Argumentation, die Menschen haben sich auch schon vor der Lokomotive gefürchtet und vor der Eisenbahn und dies und das. Das ist ja uralt, das habe ich. Wir haben ja bei Zwentendorf, das ist unser Atomkraftwerk, das nie in Betrieb gegangen ist, vor 40 Jahren dieselben Argumente gehört. Und trotzdem sind wir froh, dass Zwentendorf eben verhindert wurde, denn es hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel nachher eine Überschwemmung war von der Donau, wenn die sensiblen Teile getroffen hätte und die wären, und das Kraftwerk wäre in Betrieb gewesen, ja, dann würden die ganzen Argumente nichts helfen, dass man sich ja auch schon vor der Eisenbahn gefürchtet hat, sondern es ist dann etwas, was wie Tschernobyl oder wie Fukushima eben nicht mit der Eisenbahn zu vergleichen ist. Und noch bestimmt andere Atomkraftwerke, ne, wo man dann schweigt drüber, wie in Ja, Frankreich Unfälle ja. passieren, ne, und so weiter und woanderswo bestimmt in der Welt auch. Ja, wir kommen langsam zum Ende des heutigen Abends. Gibt noch mal eine Abschlussrunde hier von euch, liebe Zuhörer. Germane, das ist der Armin, der Jenne und auch der Marc. Vielleicht noch ein paar Worte von euch. Wie habt ihr den Abend für euch empfunden? Und vielleicht wollt ihr auch noch von euch eine Botschaft den Zuhörern mitteilen. Ja, dann fangen wir mal an. Der Armin ist ja da. Also ich fand den Abend sehr, sehr interessant. Danke für dein Tun, lieber Gernot. Es ist so, so wichtig, dass diese ganzen, ich nenne es jetzt einfach mal Flachpfeifen in dieser Politik, die einfach nur hier ihren Herren folgen und nicht dem für das, was sie eigentlich beauftragt sind, nämlich hier dem Volk, also den Menschen zu nutzen. Und das tun sie ja schon lange nicht mehr. Und ich sage immer, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und es kommt kein anderer, weil von oben kommt nichts Gutes. Und wer soll sonst tun? Ich habe dazu nichts zu sagen, außer dass ich danke nochmal auch für die positive Beurteilung und dass es mich sehr freut, auch ein solches Publikum gehabt zu haben.
Danke dir, Armin. Und ja, jetzt wird noch was gepostet vom Jenne. Was heißt Magneto Motor for Cars? Da gebe ich dir gleich das Wort direkt, auch Jenne, auf dein Feedback, deinen Abend und deine Worte. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken für die tolle Sendung und sehr informativ, und ich hoffe, dass die Leute endlich auch zuhören und das endlich anfangen auch anzunehmen, was da aufgezeigt wird. Und ich habe da gerade dann nochmal extra das ist also der Werbespot aus den 50er Jahren aus dem Fernsehen, wo der den Magnetmotor vorstellt. Nur mal so zum Mitnehmen für den Gernot. Ja, Dankeschön, ich kann das jetzt auch sehen am Schirm. Magnetomotor for Cars. Ich werde das im Artikel packen, okay, bei uns, und wenn du im Internet mal reingehst, weiß ja nicht, bist du im Internet, bist du ja auch unterwegs, dann gehst du auf die Artikel, das zeige ich dir dann. Über LAN und nicht über WLAN, klar. Ja, genau. Das ist okay, Dankeschön, ja. Ja, ich würde da dann noch gerne mal was also anknüpfen zu diesem Magnetmotor. Wir haben alle in der Schule gelernt, wenn wir Physikunterricht hatten, und wir hatten mal zwei Magnete in der Hand. Ja, ich zeige das immer gerne auf an einen Dieselgenerator. Der Dieselmotor treibt eine Welle an, und diese Welle produziert Energie, ja, Strom. Jetzt nimmt man zwei Magnete oder mehr Magnete, wenn man die Gegenpol aneinander hält, dann hat man einen Widerstand. Ja, und dieser Widerstand, der treibt die Welle an, und man hat Energie, einfach so. Also ein Perpetuum mobile, wenn ich das recht verstehe. Ja? Das, was also immer gesagt wird, das kann es nicht geben. Also ich lasse mich gerne überzeugen. Der Klaus hat schon versprochen, er nimmt mich nach Berlin mit, wo man mit sowas fahren kann. Da bin ich ja neugierig. Ist in der Berlin, nicht direkt Berlin. Ist Stadt. Egal wo. Du, ja, egal, ja, wo. Aber das mache ich. Da fahre ich bis nach Sydney, wenn du mir so ein Gerät zeigst. Ganz sicher zeige ich dir das. Okay. Der gute Herr, ich habe den Namen jetzt nicht auf parat, aber ich habe noch den Kontaktmann da, den kann ich vermitteln, wie der heißt. Der ist leider gestürzt und verstorben, aber trotzdem sind diese, ich habe es, wie gesagt, wir haben eine Busfahrt dorthin gemacht vor einigen Jahren, und da habe ich das schon live erleben dürfen, und ich saß selber drin und bin gefahren, und das fand ich total spannend. Na, super. Super. Ja, und dann haben wir noch den Marc Wahle. Marc, danke dir, Jenne. Ja, danke. Und wir können nachher noch in den Nachttalk kurz reingehen. Der Zug fährt ja eben 22.41 Uhr. Ne? Ja, und den werden wir auch nehmen. Würde ich gerne nehmen. Ja, ja. Und dann den Marc Wahle noch für dich ein paar Worte für den Abend. Und schön, dass ihr alle draußen dabei wart. Marc, bitte. Ja, also ich finde es hervorragend, Gernot, dass es so Menschen hat wie dich, die schauen, dass die Meiler nicht so, dass die Strahlung uns nicht so erreicht, und dann doch noch das persönliche Opfer, also nicht den Millionär anstreben, sondern dem Allgemeinwohl da sind. Ich sage mal ein herzliches Dankeschön, gell? Und eine schöne Heimfahrt. Eins hat's vielleicht, wir leben in einer Welt der Magie. Techniken sind eigentlich magische Sprüche aus dem Mittelalter, ist so mein Motto. Und ja, gegen Zauber hilft halt ein stabiles Sein und ein gesundes Leben vielleicht am besten. Ja, ich glaube auch, dass manche Techniker also an die Technik glauben, wie wenn das eine Religion wäre. Und insofern ist die Bezeichnung Magie, und zwar in dem Fall zum Teil schwarze Magie, ja sicherlich sehr passend. Ja. Danke auch für die ermutigenden Worte. Ja, so, danke dir. Erstmal, lieber Gernot, ich nehme mal das Mikrofon jetzt kurz raus. Wir haben Artikel bei uns, und da ist auch der Gernot heute in unserem Artikel. Ich habe gerade vom Jenne den Posting gemacht, auch von diesem Artikel. Ihr dürft dort schreiben, ihr dürft es teilen, es ist sogar gewünscht zu teilen, denn diese Sendung heute Abend war sicherlich eine, die wirklich auch mal zwischen den Zeilen schaut. Eigentlich dürften wir gar nicht zwischen den Zeilen sagen, eigentlich sollte das Hauptthema bei uns sein, denn es geht um unsere Verantwortung, und ich hoffe, dass ihr das auch so in der Art wahrnimmt und diese Sendung auch teilt. Das ist mir sehr wichtig,
für, dass wir die Menschen haben und Transparenz schaffen. Drüber reden, nicht immer nur zeigen und verurteilen, sondern lasst uns drüber reden. Wenn ihr das empfindet, dass wir heute Schwachsinn geredet haben sollten, nach eurer Meinung nach, dann schreibt es auch, aber begründet bitte, warum auch Schwachsinn wir gesagt haben. Dann kann man auch verstehen lernen. Ansonsten seid ihr nur noch am Aufzeigen und Verurteilen und lasst nichts anderes zu. Und das ist eine falsche Haltung. Das so. Und jetzt bin ich da mal ruhig, lieber Gernot. Bei uns geht es morgen natürlich auch weiter im Programm. Da ist der Leo Gabriel bei uns. Leo Gabriel war ja in der Ukraine, in Donbass war er auch und hat in Russland seine journalistische Arbeit gemacht. Und da geht es um Sanktionen Ost-West. Da heißt es, ja, wir sehen ja Sanktionen Russland und Europa, Amerika und Donbass. Und da bin ich ganz neugierig. Er hat einen ganz interessanten Sendetext gemacht, ein bisschen zu lesen, aber inhaltlich, wie gesagt, Leo Gabriel ist internationaler Journalist, Nahost-Experte, Lateinamerika-Experte, setzt sich für Friedensverträge mit den, auch in Syrien war er, in Libyen war er vor Ort. Habt ihr Fragen zu ihm? Herzlich willkommen. Ja, winken wir doch noch mal raus, lieber Gernot. Was? Deine Kontaktdaten, wie kann man dich erreichen? E-Mail, hast du eine E-Mail, die du bekannt geben? Kann auch über OkiTalk gehen. Ich glaube, OkiTalk dann machen wir das so, wenn ihr Fragen... Also nämlich so, ich habe eine eher sensible E-Mail-Adresse und ich möchte nicht, dass das allzu viel... den Betreibern der E-Mail-Adresse nicht zu bekannt wird, dass ich mich da in diese Richtung einsetze, wie ich mich einsetze. Kein Problem, lieber Gernot. Also office@okitalk.com und jetzt machen wir den letzten Song und da geht's um. Was ist das? Vaya und du con Dios. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Musik ab. Geh mit den Göttern. Mit den Göttern gehen. Einen schönen Abend morgen, 20 Uhr. Leo Gabriel, gutes Nächte und wir gehen gleich, finden uns gleich noch im Nachtdruck. Tschüssi, Papa, ciao, ciao.